Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die 13. Sitzung des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel und begrüße die Mitglieder des Kreistages sowie die Gäste auf das Herzlichste. Die Einladung und die Unterlagen zur heutigen Sitzung wurden Ihnen, den Kreistagsmitgliedern, am 3. Dezember 2021 elektronisch zur Verfügung gestellt. Ich stelle fest, dass entsprechend der Geschäftsordnung § 1 Satz 1 und Satz 5 die Ladungsfrist eingehalten wurde. Von den 42 Kreistagsmitgliedern des Kreistages und dem Landrat sind 30 Kreistagsmitglieder und der Landrat anwesend. Das sind 72,09%. Die Tagesordnung liegt Ihnen mit der Einladung schriftlich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass es unter dem Tagesordnungspunkt 2 heißen muss, Bestätigung der Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages vom 13.09.2021 und dann eben selbstverständlich auch unter dem Tagesordnungspunkt 3, Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil der 11. Sitzung. Es werden folgende Änderungen in der Tagesordnung angeregt. Unter dem Tagesordnungspunkt 7.16 wurde seitens der Verwaltung eine Resolution zum Interregio Express Hamburg-Berlin eingereicht. Nachfolgend unter dem Tagesordnungspunkt 7.17 findet sich der Antrag der Fraktion Freie Liste Bündnis 90 Die Grünen zur Verabschiedung einer Resolution zur Ausweitung des Niedersachsen-Tickets bis nach Salzwedel. Beide Anträge betreffen Angelegenheiten, bei denen sich weder aus dem eigenen noch dem übertragenen Wirkungskreis eine gesetzliche Verpflichtung zur Wahrnehmung ergibt. Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs in Sachsen-Anhalt ist gemäß § 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr das Land Sachsen-Anhalt. Damit ist die Zuständigkeit abschließend geregelt. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine politische Willensbekundung der Vertretung und es wird daher angeregt, beide Tagesordnungspunkte unter dem Tagesordnungspunkt 6 Informationen und Mitteilung, Klärung von Anfragen als Punkt 6.2 bzw. 6.3 vorzuziehen und als Informationsvorlage zur Kenntnis zu nehmen. Und bei entsprechender Kenntnisnahme wird seitens der Verwaltung die Weiterleitung an die betroffenen Institutionen veranlasst. Ich würde diese beiden Sachverhalte, also Tagesordnungspunkt 7.16 und 7.17, jetzt zur Abstimmung bringen wollen, so wie ich Ihnen das jetzt vorgeschlagen habe. Wer dem so folgen kann, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke, das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand der Stimme? Ist jemand dagegen? Herr Krause ist dagegen und noch jemand da hinten, Herr Lahmann noch. Also zwei Gegenstimmen, ist es dann so mehrheitlich angenommen. Weiterhin möchte ich Ihnen zur Kenntnis geben, dass ja der Antrag der Fraktion SPD vorliegt, wonach der Landrat beauftragt werden soll, einen Antrag zur Umstufung des Bundesfeldweges entsprechend der Beschlusslage an das Landesverwaltungsamt zu stellen. Der Antrag wurde insoweit korrigiert, dass der Kreistag den Landrat beauftragt. Die Einstellung des korrigierten Antrages erfolgte am heutigen Tage. Der geforderte Antrag wurde gestellt und zwischenzeitlich beschieden, sodass sich der Antragsgegenstand erledigt hat. Und deshalb ist der Tagesordnungspunkt 7.18 abzusetzen. Herr Hund, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Bevor wir da zur Abstimmung kommen, bitte ich da entsprechende Mitteilung Ihrerseits. Ja, Herr Vorsitzender, ich würde trotzdem bitten, diesen Antrag zu behandeln. Und wenn allein der gesamte Kreistag darüber informiert wird, wie der Stand der Dinge ist. Gut, das ist ja unabhängig davon, die Information des Kreises. Wenn der Antrag abgesetzt wird, dann gibt es keine Information. Ich bitte, das trotzdem zu behandeln. Gut, Herr Landrat. Ich würde Herrn Hund zusichern, dass ich trotzdem
im Bereich Aktuelle Stunde oder Informationen Sie aktuell darüber informiere. Aber da ja die Geschäftslage weggebrochen ist, besteht gar kein Raum für einen Antrag. Der Antrag ist ja, wie der Kreistagsvorsitzende bereits ausgeführt hat, gestellt. Es gibt auch eine entsprechende Einlassung des Landesverwaltungsamtes. Die kann ich Ihnen zur Kenntnis geben und würde also darum bitten, so zu verfahren, wie der Kreistagsvorsitzende vorgeschlagen hat. Und ich würde Sie im Punkt Information zum aktuellen Stand auch informieren. Im Übrigen war das auch Gegenstand im Bereich des Bau- und Wirtschaftsausschusses. Da hat bereits Herr Freude über den Sachverhalt informiert. Aber ich kann gerne noch aktuell den Kreistag darüber informieren. Herr Hund, stehen Sie trotzdem auf? Na, das ist klar, gut. Aber wenn Sie das jetzt zurückgezogen hätten, hätte ich nicht abstimmen lassen brauchen. Sie bestehen darauf. Okay, gut. Dann bitte ich um Abstimmung zur der Absetzung des Tagesordnungspunkt 7.18. Wer dem so folgt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke sehr. Das ist die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Eine Enthaltung. Wer ist dagegen? 2, 4, 5 Gegenstimmen, dann mehrheitlich so beschlossen, wie ich. 6, Entschuldigung. Schönen Dank dafür. Bleibt trotzdem beim Ergebnis, dass er mehrheitlich so abgesetzt werden soll. Es liegt weiterhin ein Antrag der Fraktion Freie Liste vor. Unter dem Verweis auf den Tagesordnungspunkt 19 soll der Landrat beauftragt werden, einen Leitfaden zur Ausweisung von Flächen für Freiflächen, Photovoltaikanlagen für den Altmarkkreis Salzwedel zu erstellen. Es handelt sich hierbei um ein Thema, das aktuell alle Gemeinden des Altmarkkreises Salzwedel beschäftigt. Allerdings ist hierzu auch anzumerken, dass es für Freiflächen, Photovoltaikanlagen derzeit mangels entsprechender gesetzlicher Grundlagen keine Möglichkeiten gibt, deren Zulässigkeit mit formellen Planungen rechtsverbindlich räumlich zu steuern. Als einzige räumliche Steuerungsmöglichkeit verbleibt ein informelles gesamträumliches Konzept, welches in der Planungshoheit der betroffenen Verbands- oder Einheitsgemeinde liegt. Zurzeit wird vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt eine Arbeitshilfe erarbeitet, um den Kommunen eine Abwägung und die Entscheidung zu erleichtern. In diesem Papier sollen Rechtsgrundlagen sowie mögliche Prüfschritte aufgezeigt werden, um zu einer Entscheidung für die oder gegen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu kommen. Insbesondere soll die Arbeitshilfe den Kommunen dabei helfen, ein gesamträumliches Gemeindekonzept zur Steuerung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu erarbeiten. Es wird daher einerseits für sachgemäß erachtet, die Arbeitshilfe vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt abzuwarten, zumal die Gemeinden nicht der Landkreis Träger der Planungshoheit und damit für die Bauleitplanung zuständig sind. Andererseits ermangelt es auch an der Zuständigkeit des Kreistages. Der Antrag betrifft den Bereich der Bauleitplanung. Im Allgemeinen gehört dieser Bereich zu den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, und die Vertretung kann nur die Übernahme neuer Aufgaben, die im eigenen Wirkungskreis stehen, beschließen. Damit kommt § 2 Absatz 3 der Geschäftsordnung zum Tragen, wonach der Antrag ohne Sachdebatte durch Beschluss des Kreistages von der Tagesordnung abzusetzen ist. Ich bitte auch hier zu diesem Vorgetragenen um Abstimmung. Wer dem so folgen kann, wer diesen Sachargumenten so folgen kann, dem bitte ich ums Handzeichen. Danke sehr. Das ist die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Eine Enthaltung sehe ich da hinten. Wer ist dagegen? Bei 1, 2, 3, 4, 5 Gegenstimmen. Ist dann so auch beschlossen. Es gibt eine weitere Information zur Tagesordnung. Die Fraktion Freie Liste beantragt, dass der Altmarkkreis Salzwedel ein Radverkehrskonzept erstellen soll. Ein solches ist als gesetzliche Aufgabe nicht verankert.
Es wird daher empfohlen, den Antrag zum Tagesordnungspunkt 27 zur Vorbereitung in den Ausschuss für Bau, Wirtschaft und ländliche Entwicklung zu verweisen, dort zu beraten und dann zu gegebener Zeit an den Kreistag weiterzuleiten. Wer dem so folgen kann, dem bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die Mehrheit. Enthält sich jemand der Stimme? Ist jemand dagegen? Bei 2 Gegenstimmen ist das dann so mehrheitlich beschlossen. Gibt es Ihrerseits Anträge zur vorliegenden Tagesordnung mit den jetzt geänderten Dingen? Ihrerseits noch bitte, Herr Krause. Wir haben darüber eigentlich, gut können Sie machen von mir aus, aber es gibt ja noch einmal einen Tagesordnungspunkt, wo Sie hier als Kreistagsmitglied sich äußern. Zum Abstimmungsverhalten, weil ich dagegen war, dass wir dieses runternehmen, weil ich einfach meine, es würde dem Kreistag nicht schaden, nicht nur einfach behördlich das weiterzugeben an das Land Sachsen-Anhalt, sondern sich klar zu positionieren, zumal zu Fragen Sachsen-Anhalt-Ticket-Erweiterung und auch Sachsen-Anhalt-Ticket-Erweiterung damals der Landrat Sommerfeld sich schon sehr bemüht hat. Und wie lange ist das schon her und wir sind nicht vorangekommen? Immer nur weitergeschickt nach Magdeburg. Wir sollten uns dazu positionieren. Darum habe ich gegen das Ansinnen von Ihnen gestimmt. Ja, bitte, Herr Landrat. Ich will da vielleicht noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Also der Kreistag wird sich ja dazu bekennen. Und von daher will ich nur auf die Tradition dieses Hauses aufmerksam machen. Wir haben regelmäßig Resolutionen genau unter diesem informellen Teil immer abgehandelt und genauso ernsthaft wurde es dann aber auch weitergeleitet mit dem entsprechenden Nachdruck. Also letztendlich geht es nur darum, dass es aus dem Bereich Beschluss rauskommt, damit dieser Beschluss möglicherweise nicht rechtswidrig wird, weil nämlich der Beschluss eine Angelegenheit beinhaltet, für die der Kreistag nicht zuständig ist. Nicht, dass da eine Kommunalaufsichtsbehörde mal drauf kommt und einfach reinfragt, was macht ihr denn da? Insofern in diesem informellen Teil, und da stehen wir seit vielen Jahren in der Tradition, das genau so zu handhaben. Gut, Herr Reichert nochmal bitte. Herr Landrat, ich danke Ihnen nochmal für diese Klarstellung. So haben wir es auch aufgefasst, dass es also durchaus behandelt wird heute. Allerdings gestatten Sie mir einen Hinweis. In der Vorbereitung dieser Sitzung und der Erstellung der Tagesordnung hätte das aber auch schon eigentlich klar sein müssen, zumal wir ja 2 Resolutionen haben, die sich mit einem ähnlichen Thema befassen und die dann beide auch von vornherein der entsprechenden Tradition, die Sie eben gerade angesprochen haben, in den informellen Teil gehören. Danke. Ich bitte jetzt um Abstimmung über die Tagesordnung in geänderter Form. Will heißen, wir ergänzen, wenn Sie sich die Tagesordnung nochmal... Bitte? Okay, gut. Dann bitte ich um Abstimmung zur geänderten Tagesordnung. Wer mit dieser geänderten Tagesordnung einverstanden ist, muss Kartenzeichen. Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Eine Enthaltung. Wer ist dagegen? Bei 3 Gegenstimmen. Dann mehrheitlich so beschlossen und wir können in die Tagesordnung dann einsteigen. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 2, die Bestätigung der Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages vom 13.09. Gibt es Ihrerseits Anfragen oder Einwände gegen die Niederschrift? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann bitte ich um Zustimmung mit dem Kartenzeichen. Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? 1, 2, 3, 4 Enthaltungen. Wer ist dagegen? Bei 4 Enthaltungen so einstimmig dann angenommen. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 3. Das ist die Bekanntgabe der in nicht öffentlichen Teil der 11. Sitzung des Kreistages des Altmarkkreises gefassten Beschlüsse vom 13.09.2021. Dabei handelt es sich um die Vorlage 333, die wir beschlossen haben, Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat des Altmarkkreises Salzwedel. Und da beschloss der Kreistag einstimmig
die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat des Altmarkkreises Salzwedel als unbegründet zurückzuweisen. Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 4 auf, die Aktuelle Stunde, die Fragestunde für die Mitglieder des Kreistages. Wer von den Kreistagsmitgliedern wünscht das Wort? Ja, bitte, Herr Höfner. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen hier im Kreistag, mir geht es um Folgendes. Wer aufmerksam vor circa einer Woche die Volksstimme gelesen hat oder sich auch auf Landes- und Bundespolitik bewegt und die Koalitionsverhandlungen dort verfolgt hat, hat mitbekommen, dass sämtliche Projekte und Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan, für die noch kein Baurecht besteht, auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Das betrifft letztendlich die B190N, das betrifft die Umfahrung B188 Klosterneuendorf, Jevenitz und Hottendorf und es betrifft die B71 bei Eschstedt. Und ich sage es ganz offen, ich halte das für eine völlig verfehlte Geschichte. Was bedeutet das letztendlich, wenn nochmal ein Prüfverfahren in Gange gesetzt wird? Es bedeutet letztendlich, dass diese Geschichten noch weiter nach hinten gedrückt werden. Wir reden bei Eschstedt und bei Klosterneuendorf von Zeiten mittlerweile von 2 Jahrzehnten, wo das eigentlich ausgeführt werden sollte, schon fertiggestellt sein sollte. Und jetzt soll es weiter letztendlich geschoben werden. Das halte ich für völlig verkehrt. Und wie der Landrat auch letztendlich in dem Interview feststellte in der Volksstimme, es geht hier auch um Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit von Politik und Glaubwürdigkeit, gerade wenn man vom ländlichen Raum spricht. Ländlicher Raum, das ist die Altmark. Und wenn diese Dinge nicht passieren, dann verlieren alle hier an Glaubwürdigkeit. Unabhängig davon ist es besonders schlimm natürlich für die Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen und leben. Denn wer die Verhältnisse kennt, gerade in Eschstedt, direkt 2 Meter von der B71 wohnt, da fahren 6.000 Fahrzeuge pro Tag durch, 1.000 LKWs, glaube ich, sind es ungefähr. Das ist unnormal, ist das. Und da braucht es eindeutig die Umgehung. Da braucht es die Umgehung und keine Verzögerung mehr, meine Damen und Herren. Nun können wir hier wieder alle möglichen Resolutionen verfassen und Ähnliches. Wir haben auch als Kreis da relativ wenig Möglichkeiten und Einfluss zu nehmen. Wir können es aber hier in unseren Parteien, in unseren Fraktionen tun. Und wir haben im Land einige regierungstragende Parteien und wir haben im Bund natürlich regierungstragende Parteien. Und ich bitte Sie daran, ich appelliere an Sie, dass Sie dort Einfluss nehmen über die Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten in Ihrer Partei, dass diese Dinge dort nicht passieren, dass die Umgehung letztendlich kommen. Natürlich kann man sich bei der B191 streiten über Verläufe und Ähnliches, aber kommen muss es auch. Ich bin da ganz offen und wie gesagt, machen Sie dort bitte Druck. Und das betrifft jetzt im Bund, da spreche ich direkt die Kolleginnen und Kollegen von der SPD an, die Kollegen von den Grünen und auch die Kollegen von der FDP und auch hier im Land natürlich von CDU, FDP und SPD. Machen Sie dort Druck, dass diese Dinge nicht nach hinten geschoben werden und die Bürgerinnen und Bürger endlich zu Lebzeiten noch ihre Umfahrungen erleben dürfen. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und rufe den Tagesordnungspunkt 5, die Einwohnerfragestunde, auf. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen an die Verwaltung, an den Landrat, an den Kreistag zu richten. Wünscht jemand das Wort? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Einwohnerfragestunde. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Informationen und Mitteilungen, Klärung von Anfragen. Als erste Information ist mir zugegangen eine Information der AfD-Fraktion zum Wechsel eines Kreisausschussmitgliedes. Herr Gunnar Itagaki wird dem Kreisausschuss nicht mehr beiwohnen. Anstelle des wird Herr Thomas Korell im Kreisausschuss mitwirken. Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 6.2 neu auf, die Resolution zum Interregio-Express Hamburg-Berlin. Diese Vorlage ist die Vorlage 369 und ich bitte um Diskussion, wenn jemand das Wort wünscht. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich den Kreistag um sein Votum. Wer der Resolution zum Interregio-Express Hamburg-Berlin
als Vorlage 369 so folgen möge, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig angenommen. Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 6.3 auf, den Antrag der Fraktion Freie Liste Bündnis 90 Die Grünen, hier Ausweitung des Niedersachsen-Tickets bis nach Salzwedel. Wünscht jemand dazu das Wort? Ja, Herr Reichert. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, sehr geehrter Landrat, wir haben uns gemeinsam entschlossen, ein Thema nochmal in den Kreistag zu bringen, das wir vor einem Jahr schon mal hier auf Antrag der Grünen zur Diskussion gestellt hatten. Hintergrund ist eine Entscheidung, die auch schon in Lüchow-Dannenberg im Landkreis dort getroffen wurde. Es geht um die Ausweitung des Niedersachsen-Tickets um eine weitere Station nach Sachsen-Anhalt, nämlich auf Salzwedel. Wir wollen, dass wir Menschen und Regionen miteinander verbinden. Wir wollen, dass Menschen stärker auch den öffentlichen Nahverkehr bzw. überhaupt den öffentlichen Personenverkehr nutzen. Und dazu brauchen wir mehr Flexibilität in den entsprechenden Tarifgrenzen. Diese Flexibilität ist gerade entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze nicht gegeben. Hier wünschen wir uns mehr Flexibilität in beiden Richtungen. Wir haben uns jetzt konkret auf dieses Thema Salzwedel konzentriert, aber natürlich kann man das auch ausdehnen. Man kann auch andere Punkte entlang der niedersächsisch-sachsen-anhaltischen Grenze nehmen. Aber fangen wir erstmal mit einem Punkt an und hoffen damit, eine Diskussion anzuschieben, mehr Flexibilität in diese Tarifgestaltung zu bekommen, um einfach auch den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben. Es geht dabei nicht nur darum, dass die Menschen aus Salzwedeler Raum, aus dem Wendland, von Salzwedel aus in Richtung Niedersachsen pendeln oder reisen können, sondern wir müssen auch mit in Betracht nehmen, dass natürlich damit auch Menschen aus Niedersachsen, Bremen und Hamburg, wo das Niedersachsen-Ticket ja auch gilt, auch mehr eingeladen sind, zu uns nach Salzwedel zu kommen. Denn so würde ja bisher nach der derzeitigen Regelung für sie die Grenze eben Schneega sein. Da wäre das Ticket zu Ende. Und diese Durchlässigkeit in beiden Richtungen, die wünschen wir uns und wir bitten um Ihre Unterstützung für diese Resolution. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reichert. Gibt es weitere Anmerkungen? Herr Landrat, bitte. Ja, ich will vielleicht ganz kurz anmerken, ich unterstütze das ausdrücklich, dass dieser Antrag heute hier zur Abstimmung kommt. Aber letztendlich hat Herr Reichert das ja sinngemäß auch ausgeführt. Es kann nur ein erster Schritt sein, weil wir reden ja über tarifregionale Bezüge, die tatsächlich im Zusammenhang mit ÖPNV oder auch SPNV letztendlich Grenzen setzen. Wir haben das erlebt bei der Ausweitung unseres Busverkehrs mit der Linie 300, hatten die entsprechenden Einschränkungen auf niedersächsischem Gebiet bis hin, dass Niedersachsen selbst diese Linien zu Anfang nicht nutzen konnten. Also von daher muss man in der Folge dann tatsächlich auch betrachten, ob nicht auch das Sachsen-Anhalt-Ticket ausgeweitet werden sollte auf Niedersachsen. Und oder, auch das müssen wir berücksichtigen, dass wir ja innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt auch Tarifregionen haben. Wir selber haben einen eigenen Tarif, der momentan auch im Vergleich zu anderen Tarifen noch gut bezahlbar ist. Wir selber sind korrespondierendes Mitglied im sogenannten Marego, dem Tarif des Magdeburger Verkehrsverbundes und darüber hinaus. Und schon lange versucht das Land Sachsen-Anhalt, tarifliche Einheiten zu schaffen, die deutlich größer sind als das, was heute da ist. Man gibt aber natürlich auch Autonomie auf. Man gibt also auch tarifliche Möglichkeiten auf. Das muss man bei dieser Diskussion wissen. Und ich will nur darauf hinweisen, dass es also eine komplexe Materie ist. Und das kann erst nur ein Anstoß sein, der dann letztendlich sich auf weitere Problemfelder beziehen muss. Vielen Dank. Herr Landrat, gibt es weitere Meinungsäußerungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Da können wir zur Abstimmung kommen. Ich rufe auf zur Abstimmung diese Vorlage 372 2021. Wer dem Antrag so folgen kann, den bitte ich ums Kartenzeichen.
Danke sehr, das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Eine Enthaltung, ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall, dann ist es so einstimmig angenommen. Wir sind damit am Ende wir sind am Ende des Tagesordnungspunkts 6.3 und ich bitte dann den Landrat nochmal unter 6 Cents hier sich zu äußern. Bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe das ja versprochen, dass im informellen Teil ich gerne eine aktuelle Information geben kann zur Aufstufung der Gemeindestraße der Stadt Salzwedel von der Kreuzung B190 bis zur Einmündung der K1002 zur Kreisstraße. Sollte ich irgendwas vergessen oder falsch sagen, wird Herr Freude mich da sicherlich korrigieren können. Auch Herr Reichert als Ausschussvorsitzender ist ja informiert, weil es eben Gegenstand der letzten Ausschusssitzung war, der ich leider nicht teilnehmen konnte. Ich will vielleicht beim Informationsstand aus der Kreistagssitzung im September beginnen, um das nicht alles insgesamt noch mal herleiten zu müssen, und will daran erinnern, dass von Seiten der oberen Straßenverkehrsbehörde es Vorbehalte gab zu diesem Ansinnen der Stadt Salzwedel und des Altmarkkreises Salzwedel, die eben von mir genannte Straße aufzustufen zu einer Kreisstraße, weil das ganzheitliche Konzept nicht gesehen wurde. Es gab also durchaus Bedenken, dass es sozusagen keine Planrechtfertigung gibt. Das ist dann in vielen Einzelgesprächen, zuletzt im Jahr 2020 auf der Arbeitsebene besprochen worden und dann zuletzt in einer Videokonferenz auf der Ebene des Vizepräsidenten des Landesverwaltungsamtes gemeinsam mit mir im Mai diesen Jahres. Da haben wir uns letztendlich auf Grundzüge einer möglichen Lösung verständigt. Das ist dann in der Folge der Bürgermeisterin mit einigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung so informell zur Kenntnis gegeben worden, mit der Maßgabe, dass sich zu diesem ganzheitlichen Konzept die Stadt selbstredend äußern muss, weil es auch darum geht, letztendlich aufgrund der dann fehlenden Verkehrsbedeutung eine Kreisstraße, nämlich die von Prezier in Richtung Ritze bis zum Abzweig des heutigen Bundesfeldweges, runterzustufen auf einer Gemeindestraße. Nachdem die entsprechenden Signale und Antworten der Stadt vorgelegen hat, ist der Antrag gestellt worden mit dem entsprechenden Konzept. Und aufgrund dessen gab es dann am 10. November diesen Jahres von der oberen Straßenbehörde grünes Licht, dass man also dieser Aufstufung positiv gegenübersteht, wenn dann im Verhältnis und auch relativ zeitnah die entsprechende Abstufung der heute bestehenden Kreisstraße K1389, die da in Richtung Prezier geht. Und unter diesen Bedingungen wird man jetzt weiterarbeiten. Ich weiß, dass es Diskussionen gegeben hat im Bau- und Wirtschaftsausschuss, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja mit dem Ausbau der Amerika-Linie es zu deutlich höheren, längeren Schließzeiten im Bereich der Bahnquerung kommen wird. Und von daher bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, wie sich der Ausschuss hier vertagt hat. Aber ich gehe davon aus, dass das im ersten Halbjahr 2022 dort nochmal aufgerufen wird, um es dann abschließend auch einer Klärung zuzuführen. Ganz nebenbei ist das Problem der Eisenbahnkreuzung der Strecke Ahrensee-Salzwedel ja noch ungeklärt mit der Deutschen Regionaleisenbahn. Da gab es ja Verhandlungen, die in der Vergangenheit nicht ganz einfach waren. Aber auch das wird dann nochmal aufgegriffen. Soweit die Information. Schönen Dank. Gibt es weitere Informationen? Das ist Herr Reichert. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, sehr geehrter Landrat, gestatten Sie mir noch eine Ergänzung dazu. In diese ganze Diskussion ist über 10 Jahre geführt worden, etwa 10 Jahre geführt worden. Und in diesen 10 Jahren hat sich doch einiges an Rahmenbedingungen geändert. Ich bin der Meinung, dass diese Rahmenbedingungen letztendlich in eine Neubewertung durchaus einfließen sollten und dass wir diese Diskussion hinsichtlich des Bundesfeldweges auch nochmal auf fachlicher Ebene, also sprich in dem Bauausschuss, nochmal führen sollten. Danke. Ja, und Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Okay, gut. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 6.
und rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf, Beschlussvorlagen. Die erste Beschlussvorlage, die uns vorliegt, ist die Vorlage Nummer 360, die Fortschreibung der Prioritätenliste straßenbegleitender Radwege 2021 bis 2030. Gibt es zur Vorlage Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall, da können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste straßenbegleitender Radwege 2021 bis 2030. Wer dem so folgt, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die Mehrheit. Enthält sich jemand? 2 Enthaltungen. Ist jemand dagegen? Bei 2 Enthaltungen dann so einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7.2. Die erste Änderung der Satzung über Erhebung von Gebühren für die Abfallwirtschaft im Alpmarkkreis Salzwedel, die Abfallgebührensatzung vom 28.09.2020 als Vorlage 355/2021. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Beschluss. Der Kreistag beschließt die erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallwirtschaft im Alpmarkkreis Salzwedel, die Abfallgebührensatzung vom 28.09.2020. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Ist die Mehrheit? Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist es einstimmig so beschlossen. Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 7.3 auf. Das ist die erste Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallwirtschaft im Alpmarkkreis Salzwedel, die Abfallgebührensatzung vom 28.09.2020, die Vorlage 355. Gibt es dazu Anmerkungen Ihrerseits? Ja, dann bin ich, habe ich schon gemerkt hier. Wie kommt denn das hin? Genau, wir sind dann bei 7.3. Die Zuwendungen an den Zweckverband Breitband Altmarkt für die Haushaltsjahre 2022 bis 2023. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist die Vorlage 351. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Beschluss. Der Kreistag beschließt, dass dem Zweckverband Breitband Altmarkt zur Unterstützung seiner Tätigkeit erstens für das Haushaltsjahr 2022 in Erweiterung des Beschlusses Nummer 416/2017 vom 18.09.2017 eine Zuwendung in Höhe von 66.648 Euro zuzüglich Personalgestellung in Höhe von 403.503 Euro gewährt wird. Und zweitens im Haushaltsjahr 2023 das Personal in einer Höhe von 381.578 Euro gestellt wird. Wer dem so folgt, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr, das ist die Mehrheit. Enthält sich jemand? Eine Enthaltung? Ist jemand dagegen? Dann ist es bei einer Enthaltung auch so einstimmig angenommen. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 7.4, die Anpassung der öffentlichen Dienstleistungsauftrages. Das ist die Vorlage Nummer 356. Gibt es Ihrerseits da Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann können wir also zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt erstens die Ausgleichssätze und Beträge für die Berechnung der Ausgleichsleistungen an die PVGS MBH, welche in der Anlage 3 zum öffentlichen Dienstleistungsauftrages zur Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs im Alpmarkkreis Salzwedel festgeschrieben sind, ab dem 01.08.2021 entsprechend der dem Beschluss anliegenden Anlage 1 anzupassen, mit der Maßgabe, dass die daraus resultierenden Forderungen erstmals 2022
2022 fällig werden. Und zweitens, der Landrat wird ermächtigt, den bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag zur Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs im Alpmarkkreis Salzwedel entsprechend Ziffer 1 anzupassen und im Bedarfsfall unwesentliche Änderungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages vorzunehmen. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke. Ist die Mehrheit? Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall, sodass dann einstimmig dieser Beschluss gefasst wurde. So, jetzt sind wir beim Tagesordnungspunkt 7.5. Das ist die Abwägung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden sowie des Landkreises im Rahmen der Ermittlung der Hebesätze für die Kreisumlage des Jahres 2022. Dazu liegt uns die Vorlage 342/2021 vor. Gibt es, ich denke mal, dieser Tagesordnungspunkt 7.5 ist ja auch im Zusammenhang zu sehen mit dem Tagesordnungspunkt 7.6, also der Haushaltssatzung, Haushaltsplan 2022 inklusive der Anlagen. Und der Landrat hat sich erbeten, im Vorfeld der Diskussion dazu grundsätzlich nochmal Stellung zu nehmen. Herr Landrat, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, der Haushalt des nachfolgenden Jahres ist ja traditionell immer ein wichtiger Beschluss im Leben einer kommunalen Gebietskörperschaft, so auch bei uns im Kreistag. Ich bin immer froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass die Kollegen in der Kämmerei, aber auch alle Kollegen in den Fachämtern es hinbekommen, dass wir sehr früh im Sommer starten und dass wir dann in der Lage sind, im Dezember den Kreistag ein Zahlenwerk für das Folgejahr hinzulegen. Streng genommen ist das ja sogar eine gesetzliche Verpflichtung der Landkreisordnung in Verbindung mit dem Gemeindewirtschaftsrecht, dass also im Vorjahr sozusagen der Haushalt für das nachfolgende Jahr vorgelegt wird, damit man möglichst früh auch tatsächlich über einen beschlossenen und auch genehmigten Haushalt verfügt, damit man dann auch die entsprechenden Haushaltsstellen regelmäßig und auch planmäßig umsetzen kann. Ich habe versucht, Ihnen eine kleine Präsentation zu geben. Versprochen hat man mir eine Tafel 3x3 Meter. Ich glaube, wir können alle unschwer erkennen, das sind maximal 2x2 Meter. Von daher bitte ich etwas um Nachsicht. Aber wir würden das natürlich gern auch im Bereich des Kreistages, des digitalen Sitzungsdienstes auch einstellen, sodass Sie das alles nachlesen können. Im Übrigen vermute ich mal, dass Sie das in den Fraktionssitzungen oder aber eben auch in den Fachausschusssitzungen bereits gehört haben. Ich will das trotzdem hier an der einen oder anderen Stelle noch mal vertiefend erläutern, weil ich schon glaube, wenn man einen Haushalt beschließt mit knapp 140 Millionen Euro, dann sollte man da auch einige Punkte in besonderer Weise hervorheben. Und der Kreistagsvorsitzende hat ja bewusst darauf hingewiesen, dass ich zu zwei Tagesordnungspunkten rede. Das eine ist ja dieser Abwägungsbeschluss zur Bestimmung der Höhe der Kreisumlage. Also das, was Sie als Mitglieder des Kreistages natürlich im Rahmen der Offenlegung dann auch zu tun haben als verpflichtende Aufgabe. Und das Zweite ist dann der Haushalt selbst, der natürlich dann im Haushaltsjahr 2020 vollzogen werden soll. Bevor wir dazu kommen, will ich ganz kurz noch mal spiegeln die Rahmenbedingungen, in denen wir uns momentan ein Stück weit im Jahr 2021 bewegen. Und da muss man als Erstes natürlich auf die pandemische Lage hinweisen. Sie haben ja alle verfolgt, dass der Altmarkkreis Salzwedel gerade im Oktober explosionsartig sich in diesem Bereich nach oben entwickelt hat. Ich will gar keine Zahlen präsentieren. Sie sind regelmäßig über Pressemitteilungen darüber informiert. Ich will aber ganz kurz noch mal darauf hinweisen, dass wir vom 13. März 2020
bis zum 11. Oktober 2021 ganze 3000 Infizierte bei uns im Altmarkkreis Salzwedel zur Kenntnis nehmen mussten. Und seit dem 11. Oktober diesen Jahres bis heute, also innerhalb von 2 Monaten, hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Daran kann jeder festmachen, welche Dynamik momentan in dieser Pandemie sich befindet und vor welchen schwierigen Aufgaben wir mit unseren Ämtern stehen, um diese Pandemie einzudämmen, insbesondere um die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen. Und ich bin da auch froh und dankbar, dass es unserem Gesundheitsamt noch gelungen ist, regelmäßig diese Kontaktnachverfolgung taggenau auch abzubilden. Das sehen Sie dann auch immer auf den Internetseiten des RKIs, wo also die Statistiken entsprechend geführt werden. Und ich weiß, dass nicht mehr jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch darüber hinaus vermag, nämlich genau das Pandemiegeschehen taggenau abzubilden. Wir waren trotz einiger Spitzenwerte von nahe 700 im Bereich der Inzidenz noch dazu in der Lage. Und letztendlich wollen wir das auch beibehalten. Sie haben die letzten 10 Tage verfolgen können. Wir haben letztendlich ein weniger dynamisches Geschehen, sind da in Abnahme, haben heute eine Inzidenz von 533. Aber ich will mich gar nicht so lange festhalten an dieser Inzidenz. Für mich ist momentan ein anderer Wert viel wichtiger, das ist der Hospitalisierungsgrad. Nämlich, wie viele Menschen liegen mit Corona bei uns in den Krankenhäusern, Salzwedel und Gardelegen, und wie viele werden intensivmedizinisch betreut, vielleicht sogar künstlich beatmet. Das sind die Zahlen, die für uns momentan wichtiger sind, weil wir sicherstellen wollen, dass genau dieses System auch arbeitsfähig bleibt. Also von daher bin ich auch froh und dankbar und habe das zur Kenntnis genommen, dass die Hospitalisierungszahl bei uns im Altmarkkreis Salzwedel in den letzten Tagen sich stabilisiert hat und jetzt auch leicht runtergegangen ist, sodass wir tatsächlich Kapazitäten in diesem Bereich haben. Und man darf das auch in aller Deutlichkeit sagen, die Hauptlast hat ja das Krankenhaus in Gardelegen zu tragen. Von daher gebührt natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen des Ärztlichen Dienstes und auch des Pflegedienstes im Bereich des Krankenhauses Gardelegen unser Dank. Wir gucken natürlich 2021 auch im Zusammenhang mit der Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung. Wir wissen, dass 2020 ein Jahr war, das sehr stark rückläufig sich entwickelt hat im Bereich der Wirtschaft und auch des Handwerks. Bezogen auf alle möglichen Branchen ist das letztendlich so festzustellen. 2021 kann man sagen, die Wirtschaft hat sich ein Stück weit stabilisiert. Auf dem Niveau hat sich auch ein Stück weit wieder nach oben arbeiten können. Es bleiben aber große Verunsicherungen und auch die Planbarkeit ist natürlich dahin. Und gerade wenn ich auf so wichtige Branchen gucke, wie den Tourismus, die Gastronomie, auch die Hotellerie. Das sind ja Bereiche, die maßgeblich von der Pandemie auch betroffen sind, auch abhängig sind von der Pandemie. Also von daher muss man also abwarten, wie sich das in der Folge weiterentwickelt. Aufgrund dieser ganzen wirtschaftlichen Entwicklung haben sich natürlich auch Preise und auch Kosten angepasst. Wir alle haben im Kreistag in den jeweiligen Ausschüssen uns verständigt über Aufträge, die der Landkreis im Rahmen von Ausschreibungen vorgenommen hat. Und wir mussten feststellen, dass sich die Preise und die Kosten letztendlich nach oben entwickelt haben. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die entsprechenden Auftragslagen und letztendlich auch auf die öffentlichen Haushalte. Von daher hofft man und wünscht man sich, dass sich das für das Jahr 2022 für alle Bereiche eben weitgehend wieder normalisiert, aber auch da wird man die entsprechende Entwicklung abwarten müssen. Ich will nachrichtlich darauf hinweisen, wir haben eine Landtagswahl gehabt und auch eine Bundestagswahl. Regelmäßig führt das ja erstmal zu entsprechenden Brüchen, weil Beschlüsse nicht weiter umgesetzt werden. Man findet sich im Rahmen von Koalitionsverhandlungen. Koalitionsverträge werden verhandelt und geschlossen. Mittlerweile haben wir eine arbeitsfähige Landesregierung und auch seit letzter Woche eine arbeitsfähige Bundesregierung, sodass das also planmäßig weiter
laufen sollte. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der Bund plant, einen größeren Nachtrag aufzustellen. Und wir wissen aus Vorjahren und auch aus Ankündigungen, dass gerade mit Blick auf das Haushaltsjahr 2022, aber dazu komme ich gleich nochmal, das ein oder andere eben dann nicht mehr planmäßig so durchlaufen wird, weil die entsprechenden Haushalte des Landes oder des Bundes nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Wir haben im Land selber zur Kenntnis genommen, dass es ein Sondervermögen gibt zur Linderung der Lasten aus der Corona-Pandemie in der Größenordnung von rund 12 Milliarden Euro. Das ist im Landtag diskutiert und wird auch so beschlossen. Das ist jetzt nochmal aufgeweitet worden um einige Punkte. Das ist ja eine ganz konkrete Maßnahmeliste, in der also über 60 Maßnahmen hinterlegt sind, die aus diesem Sondervermögen finanziert werden. Wir wissen aus Hessen, dass dort das Sondervermögen für verfassungswidrig erklärt wurde, aber auch vor dem Hintergrund, dass man eigentlich einen Topf gebildet hat, der für unbestimmte Maßnahmen beschlossen wurde. Und in Sachsen-Anhalt gibt es eine konkrete Maßnahmeliste. Von daher scheint das offensichtlich auch für also verfassungsgemäß zu sein, sodass dieses Sondervermögen dann auch für die unterschiedlichen Bereiche zur Verfügung steht. Man muss aber ganz klar herstellen den Bezug zur Corona-Pandemie. Also im Wesentlichen werden das keine konsumtiven Aufgaben sein oder Ausgaben sein, sondern es werden im Wesentlichen Investitionen begleitet, beispielsweise auch im Bereich der Krankenhäuser. Und nach dem, was ich jetzt nochmal aktuell gehört habe, sollen also auch neu begünstigt werden die Kommunen. Ich will nachrichtlich darauf hinweisen, weil das ist ja für uns auch für die westliche Altmark, aber für die Altmark insgesamt immer auch eine wichtige Maßnahme. Wir haben ja über bestimmte Zeiträume heute schon geredet, dass wir mit unserem geförderten Breitbandvorhaben in der Altmark richtig Fahrt aufgenommen haben. Die Leerrohrverlegung ist im Wesentlichen abgeschlossen. Und abschließend für das Jahr 2021 will ich darauf hinweisen, dass das aktuelle FAG letztendlich am 31.12. ausläuft. Und gleichzeitig läuft mit aus das kommunale Investitionsprogramm in Höhe von 80 Millionen Euro. Wir werden also dann mit Blick auf 2022 andere Rahmenbedingungen haben. Was ich mir wünsche, ist, dass wir die pandemische Lage dann im Griff haben, auch aufgrund der hohen Zahl der Impfungen, die wir momentan durchführen. Und von daher darf ich das einfach mal so sagen, bin ich froh und dankbar, dass wir das Impfzentrum, was wir als Altmarkkreis Salzwedel betrieben haben, nie so richtig haben vom Netz gehen lassen, sodass wir also sehr schnell arbeitsfähig sind. Und heute im Pandemiestab hat Herr Müller berichten können, dass wir ja in der Lage sind, durchschnittlich in der Woche 3.000 Impfungen durchzuführen. Wir hatten in der Spitze sogar 3.500. Und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass wir ein Stück weit auch das ausgleichen können, was durch nicht vorhandene Hausarztpraxen eigentlich gar nicht geimpft werden kann. Von daher denke ich, werden wir also bis Weihnachten hier noch weitere Fortschritte erzielen, insbesondere im Bereich der Boosterimpfung. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir durch die Wahlen, aber auch durch das Jahresende ein Stück weit natürlich in so eine haushaltslose Zeit laufen des Bundes und möglicherweise auch des Landes. Wir wissen nicht, wann man da zu den entsprechenden Beschlüssen kommt und auch zu den entsprechenden Bekanntmachungen, sodass alles auch für Dritte vollziehbar wird. Von daher will ich aber der guten Ordnung darauf hinweisen, dass das sehr wohl auch Auswirkungen hat, beispielsweise auf unseren Jobcenter. Wir haben also die entsprechenden Informationen, dass man eine vorläufige Haushaltsführung im Wesentlichen hinnehmen muss im ersten Halbjahr. Und Sie wissen alle, dass wir mit der ABS Drömmling eine Struktureinheit haben bei uns im Altmarkkreis Salzwedel, die sehr aktiv und auch sehr erfolgreich den zweiten Arbeitsmarkt im Bördekreis und auch bei uns im Altmarkkreis Salzwedel bedient. Und auch hier gibt es entsprechende Ausflüsse, sodass wir gucken müssen, dass diese Struktureinheiten dann letztendlich, wenn es dann richtig wieder losgeht, auch tatsächlich arbeitsfähig bleiben. Die entsprechenden Maßnahmen werden wir natürlich sicherstellen. Die Gespräche sind hier bereits geführt. Ich habe darauf hingewiesen, das FAG wird 2021 enden. 2020 und 2023 wird es einen Übergang geben des alten FAGs, veredelt
um weitere Zuschüsse, sodass das Volumen insgesamt aufwachsen wird auf etwas über 1,7 Milliarden Euro im Vergleich zum FAG 2021. Da gab es ja 1,628 Milliarden Euro. Ich hatte Zeit und Gelegenheit, hier bereits auszuführen, dass dieses höhere Volumen nicht gleich bedeutet, dass es auch mehr Geld gibt. Ich werde das im Einzelnen am Haushalt 2022 noch erläutern, ganz einfach deshalb, weil ich auch bereits hingewiesen habe, dass ja andere Programme weggefallen sind und dass man letztendlich hier offensichtlich Mittel aus dem Investitionsprogramm für die Kommunen auf das FAG draufgelegt hat, sodass man also zu diesem größeren Volumen kommt. Wir haben Investitionszuweisungen für das Jahr 2022 keine zu erwarten. Das bedeutet ja das Auslaufen der kommunalen Investitionspauschale. Darüber und auch über andere Zuweisungen haben wir unter anderem Kreisstraßen und auch die sehr teuren Brücken finanziert. Das hat Auswirkungen auf den Haushalt 2022. Wir werden also 2022 nur über die Investitionspauschale des FAGs verfügen. Die wird etwas aufwachsen vor dem Hintergrund, dass der Vorwegabzug für andere Bereiche entfällt und damit also auch den entsprechenden Aufgabenträgern, sprich den Landkreisen und den Städten und Gemeinden zur Verfügung steht. Aber direkte Landeszuweisungen für diese wichtigen Infrastrukturmaßnahmen stehen nicht zur Verfügung. Ich hoffe natürlich mit Blick auf 2022 und aufgrund dessen, was ich weiß, mit Steuerschätzungen und auch mit Prognosen des Statistischen Landesamtes, aber auch des Statistischen Bundesamtes, dass die Wirtschaft einigermaßen Fahrt aufnehmen wird. Zumindest ist prognostiziert, dass die kommunalen Steuereinnahmen das Niveau des Jahres 2019, also vor der Pandemie, erreichen könnten. Das, denke ich, ist ein guter Ausblick auch für die Planungssicherheit der Städte und Gemeinden, aber eben auch für die Landkreise. Und um nochmal abschließend auf unseren FTTH-Ausbau zu verweisen, werden wir 2022 auch die Hausanschlüsse überall realisiert haben, sodass man dann mit dem Beschluss, den Sie bereits gefasst haben, letztendlich finanziert den Zweckverband Breitband, dass er letztendlich die entsprechenden Förderprogramme auch richtig nachweist gegenüber den Fördermittelgebern, sodass also alles andere ausläuft und natürlich das Netz, was auch weiter zu betreiben ist. Ich komme zum Haushalt 2022. Wir haben den Ergebnishaushalt. Dieser ist ausgeglichen, aber nur durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage. Sie sehen die Erträge in der Größenordnung von knapp 139 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 140,4 Millionen Euro und deshalb also auch diese 1,5 Millionen Euro Entnahme aus der Rücklage. Warum ich das so vorschlage, das werde ich auch gleich nochmal begründen bei der Kreisumlage. Wir haben den Finanzhaushalt, der regelmäßig defizitär ist, in dem Jahr 2022 in der Größenordnung von 8,8 Millionen Euro. Sie wissen, dass der Finanzhaushalt sich im Wesentlichen speist aus der laufenden Verwaltung, aus investiver Tätigkeit und aus der entsprechenden Finanzierung. Wir haben in der laufenden Verwaltung ein Defizit von ein Defizit von 7,4 Millionen Euro, auch im investiven Bereich aus den bekannten Gründen, die ich bereits eben genannt habe, weil die entsprechenden Zuwendungen des Landes fehlen. Und die Finanzierung hier dargestellt mit plus 2,5 Millionen Euro kann nur deshalb im positiven Bereich dargestellt werden, weil ich Ihnen vorschlage, eine Kreditaufnahme in der Größenordnung von knapp 3,9 Millionen Euro zur Finanzierung des Finanzhaushaltes. Ansonsten würde also das Defizit deutlich höher ausfallen. Klar ist natürlich auch, dass das Auswirkungen hat, unter anderem was die Liquidität des Landkreises anbetrifft. Ich kann Ihnen aber versichern, dass zurzeit die Liquidität bisher noch gut ist. Wir sind also auch ohne Beanspruchung der entsprechenden Liquiditätskredite von der Bank in der Lage, unsere Aufgaben zu finanzieren. Das hat ja auch seine Gründe, die wir häufig auch im Finanzausschuss, aber auch in anderen Beratungen bereits erklärt haben. Und von daher wollen wir also aber auch sicherstellen,
dass wir dauerhaft die Leistungsfähigkeit haben. Und dazu gehört eben, dass über das FAG, was nach dem Jahr 2023 dann auf die Kommunen zuläuft, auch sichergestellt sein muss, dass die Finanzhaushalte ausgeglichen sind. Und das kann man nur darüber erreichen, dass man mehr Geld in das FAG-System reingibt. Ansonsten wird man die Finanzhaushalte in allen Städten, Gemeinden und auch in der Mehrheit der Landkreise nicht ausgleichen können. Aus eigener Kraft wird das nicht möglich sein oder es erfolgt ein so großer Aufgabenabbau, der dann nicht mehr vertretbar ist. Aber auch dazu werde ich gleich noch mal was sagen. Zu den Erträgen, die wir über das FAG generieren. Es ist ja ein Finanzausgleichsgesetz, von daher wirken da unterschiedliche Einflüsse. Ich will Ihnen einfach mal verkürzt so allgemeine Einflüsse für die einzelnen kommunalen Gruppen darstellen. Das muss man nämlich wissen, dass man nach kommunalen Gruppen betrachtet wird, dass also die Städte und Gemeinden anders behandelt werden als die Landkreise und die kreisfreien Städte, wenn ich das einfach mal so salopp in einem Kreistag sagen darf, werden sowieso grundsätzlich besser gestellt. Alleine schon über den veredelten Einwohner. Das System habe ich schon mal erklärt vor einigen Jahren, was ja fast 100 Jahre alt ist und schon aus den Gründen einfach mal reformiert werden müsste. Hier ist es so, dass wir erstmal über das höhere Volumen des FAGs scheinbar als Gruppe der Landkreise 19,1 Millionen Euro mehr kriegen sollen. Wenn man sich aber dann anguckt, die Gruppe der Gemeinden bekommt 42,7 Millionen Euro mehr und viel kritischer ist dann zu betrachten, die Gruppe der kreisfreien Städte, sie bekommen nämlich 44,3 Millionen Euro mehr und haben natürlich, was die Einwohnerzahl anbetrifft, überhaupt nicht die Lasten zu tragen, wie sie vergleichbar die Landkreise zu tragen haben. Ich habe Ihnen aber beim ersten Punkt auch noch eine Klammereinfügung hingeschrieben. Diese netto 19,1 Millionen Euro, das ist ja letztendlich auch nur die halbe Wahrheit. Und zwar vor dem Hintergrund, dass innerhalb des FAGs ja eine Verschiebung stattgefunden hat. Das Land hat also gerechnet im Bereich des übertragenen Wirkungskreises. Und zwar hat es gerechnet die Auftragskostenpauschale, wovon also Sie im Wesentlichen als Kreistag nichts haben, weil das Land damit staatliche Aufgaben, die der Landkreis wahrnimmt, finanziert, die ich also als Landrat zu verantworten habe, wo wir also auch regelmäßig kaum die Möglichkeiten haben, etwas zu entscheiden, was im Prinzip durchzuführen ist. Und da haben wir mehr Geld bekommen, sodass wir als Landkreis eigentlich relativ wenig davon haben. Und für den eigenen Wirkungskreis ist im Saldo ein weniger über die Gruppe aller Landkreise von 18 Millionen Euro entstanden. Und eigener Wirkungskreis, wissen Sie, da gucken wir auf soziale Ausgaben, da gucken wir auf die Jugendarbeit, da gucken wir auch auf die Kulturarbeit, auch auf den Sport. Das heißt also, alle Landkreise 18 Millionen Euro weniger. Wie das sich im Detail dann für den Altmarkkreis Salzwedel darstellen wird, auch das erkläre ich Ihnen gleich, weil natürlich dann innerhalb der kommunalen Gruppen tatsächlich auch noch eine andere Betrachtung vorzunehmen ist, weil es also im Binnenverhältnis durchaus Verschiebung geben kann. Und diese Verschiebung hat es gegeben. Warum? Weil zwei Landkreise in Sachsen-Anhalt existieren, die aufgrund einer besonders guten Steuerlage höhere eigene Einnahmen haben und damit geringere Zuweisungen des Landes bekommen. Diese geringeren Zuweisungen wirken sich dann nicht positiv für das Land aus, sondern kommt der gesamten Gruppe der Landkreise zugute, sodass sie dann also in der Folge hier an den zweiten Hauptanstrich sehen, was der Altmarkkreis Salzwedel im Jahr 2022 aus dem FAG zu bekommen hat. Das sind insgesamt 35,6 Millionen Euro und Kämmerei hat das so schön formuliert, 33,6 Millionen Euro sind konsumtiv, also finden sich regelmäßig im Erfolgsplan wieder und 2 Millionen Euro sind investiv. Das ist die Investitionspauschale, die etwas angehoben wurde, weil bestimmte Vorwegabzüge entfallen sind. Und von daher scheint also erstmal aus dem FAG ein Aufwuchs von knapp 2,1 Millionen über beide Gruppen, also konsumtiv und investiv, stattgefunden zu haben, aber eben unter der Einschränkung, die ich genannt habe, nämlich, dass die Auftragskostenpauschale angehoben wurde, also Erträge für Ausgaben, die Sie wenig beeinflussen können, die auch ich nicht anders entscheiden kann
und verursacht eben durch die Binnenverteilung, wie sie zwischen den Landkreisen im Jahr 2022 anders ist als im Jahr 2021. Und ich habe zum letzten Anstrich bereits darauf hingewiesen, dass aus dem kommunalen Investitionsimpuls die 1,1 Millionen Euro entfallen und auch 1,2 Millionen Euro für die Straßenbaufinanzierung nicht zur Verfügung stehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man weiß, dass wir einen Investitionsstau haben im gesamten Land Sachsen-Anhalt von über 1 Milliarde Euro, allein bei den Kreisstraßen, dann wissen Sie, was das bedeutet, dass das Land zurzeit keine Investitionszuschüsse für diesen Bereich gibt. Und deshalb hielt ich es für erforderlich, dass man hier einen Ausgleich schafft. Und zu dem Ausgleich komme ich gleich, aber Sie wissen das natürlich auch, das können ja letztendlich nur Kreditaufnahmen sein. Zur Kreisumlage, darum geht es ja auch in dem Abwägungsbeschluss, der Ihnen vorliegt. Da wissen Sie, dass wir unter Beobachtung stehen von Verwaltungsgerichten. Zu meinem Geburtstag im September hat ja der Staatsminister Robra, der damals auch amtierender Justizminister, gesagt, er hat sich gewundert, dass im Verwaltungsgerichtsbereich so viel Einnahmen realisiert werden, und hat dann festgestellt, das resultiert im Wesentlichen aus den Kreisumlageklagen. Also aus den Kreisumlageklagen haben im Wesentlichen die Gemeinden, weil sie gewinnen, und das Land, weil sie so hohe Gerichtskosten einnehmen. Aber die Landkreise sind regelmäßig Verlierer. Das hat sich jetzt aber geändert vor dem Hintergrund, dass wir natürlich über Jahre das Kreisumlageverfahren ja sehr intensiv betreiben. Wir wägen also ab, legen auch offen, wir ermitteln und wir beteiligen. Das sind ja so im Wesentlichen die Grundsätze. Und von daher darf ich Ihnen gleich nochmal auch berichten, dass im Oktober diesen Jahres beim Oberverwaltungsgericht in Magdeburg auch ein Landkreis mal obsiegt hat in einem Kreisumlageverfahren. Solange war es ja so, dass wir, glaube ich, rund 200 Kreisumlageverfahren hatten mit einem Wertumfang von deutlich über 100 Millionen Euro. Und es gab ja Landkreise, die also mehrfach verloren haben, also aus den Jahren 16, 17, 18. Und auch die anderen Folgejahre sind da beklagt worden. Das ist uns so lange erspart geblieben. Ich glaube schon auch, dass das ein Ausdruck dafür ist, dass wir schon immer mit den Gemeinden sehr früh und sehr intensiv das Problem Kreisumlage besprochen haben und dass man durchaus transparent nachvollzogen hat oder zumindest vollziehen konnte, dass die Kreisumlage nicht willkürlich festgelegt wurde. Im Übrigen kommt ja noch das Element dann der sogenannten Erdrosselung dazu. Auch das hat nicht stattgefunden. Das kann man festmachen an dem Dokument, was Ihnen ja vorliegt. Alle Städte und Gemeinden sind also in der Lage, ihre Haushaltswirtschaft geordnet zu organisieren und dieser dementsprechend auch nachzugehen. Wir haben letztendlich im Bereich der Kreisumlage, so wie hier beschrieben, eine positive Entwicklung bei den Landkreisen, die natürlich dann, Entschuldigung, bei den Gemeinden, die dann natürlich auch bei den Landkreisen ankommt. Das einzige Problem ist, dass das ja immer zeitversetzt passiert, also immer 2 Jahre später. Und von daher, wenn ich denn regelmäßig höre oder auch lese, dass man jetzt mehr Kreisumlage zahlen muss, dann vergisst man immer zu sagen, man hat ja auch mehr Geld bekommen. Und von daher muss man ja nicht alles abgeben, was man mehr bekommen hat, sondern eben nur einen Teil für Aufgaben, die letztendlich der Landkreis im Bereich der übergeordneten Aufgabenerfüllung wahrnimmt oder im Bereich der Aufgabenerfüllung, zu denen also wirtschaftlich die Gemeinden nicht in der Lage sind. Nur in diesem Bereich kann sich ja der Landkreis auch bewegen. Wir werden mit dem, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, für 2022 Kreisumlage von knapp 32,5 Millionen Euro erheben. Das sind wenige 10.000 Euro, genauer gesagt 24.000 Euro mehr als 2021. Ich weiß, trotzdem ist der Hebesatz runtergegangen, so der Vorschlag, nämlich auf 39%. Wenn man dann aber auf das Jahr 2020 guckt, muss man immerhin feststellen, das sind 1,3 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2020, die wir weniger nehmen an Kreisumlage. Also auch hier wird angemessen berücksichtigt, was hat sich im Bereich der gemeindlichen Finanzen getan. Und wenn ich letztendlich nochmal darauf verweisen kann, wie steht der Landkreis zwischen
den anderen Landkreisen in Sachsen-Anhalt da dann hier einfach mal so eine Prozentzahl. Wir decken darum also auch 2020, weil ich die Zahl der anderen Landkreise für 2021 und 2022 vom Statistischen Landesamt noch nicht habe, aber 2020 liegt die Zahl vor. Da ist es so, dass der Landesdurchschnitt bei den Erträgen der Landkreise über die Kreisumlage bei 28% liegt. Bei uns liegt er nur 24%. Und das zieht sich über Jahre auch so hinweg. Wir nehmen also nicht so viel Kreisumlage, wie das der Durchschnitt in Sachsen-Anhalt tut. Und ich weiß, dass es da eine große Differenziertheit gibt. Aber letztendlich wollen wir uns natürlich an dem orientieren, was die Gemeinden tatsächlich an Finanzen zur Verfügung haben. Und darum mein Vorschlag, dass der Hebesatz auf 39% gesenkt wird. Und hier komme ich jetzt auch zu dem, was ich erst ausgeführt habe, nämlich zur Entnahme der Rücklage. Natürlich wäre es ein leichtes gewesen, Ihnen vorzuschlagen, dass wir die 41% wie im Jahr 2021 belassen und dann mehr nehmen, um die Rücklagenentnahme nicht zu tätigen. Aber nachdem wir letztendlich die Haushaltswirtschaft aller Städte und Gemeinden beurteilt und analysiert haben und wir feststellen mussten, dass ein Haushaltsausgleich im gemeindlichen Bereich, also über alle Einheitsgemeinden und Mitgliedsgemeinden im Bereich der Verbandsgemeinden hinweg, nur über Entnahmen aus Rücklagen möglich ist, hielt ich es für mehr als fair und gerecht, dass der Landkreis seinen Ausgleich eben auch nur über die Entnahme einer Rücklage realisieren kann. Und insofern ist das hier dieser Vorschlag. Ich habe darauf hingewiesen, dass es bei den Kreisumlagen zu größeren gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, schon seit mindestens 5 Jahren. Das ist misslich und ärgerlich, weil das, was ich zur Kenntnis nehme, geht es nicht darum, dass Bürgermeister und Landrat nicht können, sondern regelmäßig gibt es den Hilferuf und als solches ist das zu verstehen, wenn eine Gemeinde gegen die Kreisumlage klagt, ein Hilferuf in Richtung Land, dass letztendlich die kommunale Finanzdecke viel zu dünn bzw. zu kurz ist und das Geld hinten und vorne nicht reicht. Nunmehr gibt es aber eine relative Rechtssicherheit. Am 28.10. hat das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hier entschieden in Richtung eines Landkreises, also von daher will ich Ihnen das einfach nur nachrichtlich zur Kenntnis geben. Maßgeblich ist eben auch die entsprechende Formulierung, die man hier gefunden hat, dass eben das Finanzierungsrecht des Landkreises andererseits aber nicht unangemessen eingeengt werden darf. Das ist eine Feststellung, die wir so lange im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit nirgends gelesen oder gehört haben. Von daher lässt das erstmal hoffen auf die zukünftigen Jahre, dass sich da in Sachsen-Anhalt eine relative Beruhigung einstellt. Wohlgemerkt, wir hier im Altmarkkreis Salzwedel hatten bisher nur eine Klage, und die wurde nicht verhandelt, weil wir aufgrund bestimmter Entwicklungen uns da außergerichtlich verglichen haben. Weiter zum Haushalt 2022, zu einigen ausgewählten Ausgaben. Sie alle wissen das, letzte Woche hat ja auch Jugendhilfeausschuss stattgefunden. Auch dort wurde letztendlich der Haushalt, die Haushaltsdaten besprochen. Von daher können Sie unschwer erkennen, dass die großen Ausgabeblöcke des Landkreises im Bereich Soziales liegen. Hier geben wir ja über 24 Millionen Euro aus und geben auch eigenes Geld rein. Also das ist nicht nur eine Aufgabe, die durchfinanziert ist, sondern wir sind da mit 6,5 Millionen Euro selbst dabei. Wir haben die Aufgabe Asyl, die im Wesentlichen durch entsprechende Finanzzuweisung des Landes realisiert wird. Und wir haben ja vor den entsprechenden Entwicklungen in Mitteleuropa und auch darüber hinaus auch die Aufgabe, letztendlich Reservekapazitäten vorzuhalten. Das ist ja eine Entwicklung, die bis im Sommer noch sich so scharf nicht abgebildet hat. Aber von daher müssen wir also auch hier unserer Verpflichtung nachkommen und die entsprechenden Kapazitäten auch einräumen. Im Bereich Jugend sehen Sie, was wir mittlerweile als Landkreis dort verausgaben. Das sind fast 46 Millionen Euro. Und von daher ist das auch ein erkläglicher Beitrag, den der Landkreis mit über 18 Millionen Euro aus eigenem Geld zahlt.
Und Sie wissen, so schön wie das ist, wenn man die Städte und Gemeinden bei den Kindertagesstätten entlastet. Jeder Euro, der vom Bund und vom Land kommt, den muss der Landkreis mit 50% gegenfinanzieren. Also das bedeutet dann auch immer, dass der Landkreis sozusagen auch in die Verpflichtung geht, hier zu finanzieren und zu unterstützen. Das sind im Wesentlichen die großen Blöcke, natürlich auch im Bereich der Personalausgaben. Auch das ist ja immer eine interessante Ausgabe. Hier haben wir auch maßgebliche Steigerungen vor dem Hintergrund, dass Tarifverhandlungen stattgefunden haben, aber eben auch ein Stellenaufwuchs stattgefunden hat, vor dem Hintergrund, dass bestimmte Schwerpunktaufgaben durch den Altmarkkreis Salzwedel wahrgenommen wurden. Ich will da nur an die Pandemie verweisen, beziehungsweise erinnern, das Gesundheitsamt ist hier gestärkt worden, sowohl intern als auch extern, was denn also auch Konsequenzen hatte für die Gesamtverwaltung darüber hinaus. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das hier im Kreistag anspreche, ist ja seit Jahren so ein sogenanntes Auftragssystem des Landes über uns oder Beauftragtensystem des Landes über uns gekommen. Früher waren es die Konzepte, die man erstellen musste, um sie dann inhaltlich möglicherweise umsetzen zu können. Mehrheitlich sind sie in irgendwelchen Schubläden gelandet. Jetzt haben wir letztendlich Beauftragte, Verantwortliche, die dann eben vom Land finanziert werden. Und diese Steigerung finden Sie natürlich auch bei den Personalausgaben, weil wir ja immer im Prinzip brutto rechnen, wir dann aber mehrheitlich auch Erträge dafür vom Land bzw. auch vom Bund zu erwarten haben. Der wichtige Block, den ich immer ganz gern auch im Vordergrund sehe, das sind die Investitionen. Hier unterteilen wir ja im Bereich Hochbau und auch Tiefbau. Zuallererst möchte ich auf den Bereich Hochbau eingehen. Wir haben also vor, 2,4 Millionen Euro für den Hochbau auszugeben. Für mich ganz, ganz wichtig, dass wir den Digitalpakt im Bereich Bildung weiter voranbringen. Hier ist ja ein erheblicher Betrag eingestellt, sodass wir also an unseren kreiseigenen Schulen dort nicht nur mit Verkabelung weiterkommen, sondern auch mit Endgeräten. Das ist massiv begonnen worden, da sind wir auf einem guten Weg. Alle Schulen sind ja mittlerweile mit einem Glasfaseranschluss in unserem Bereich angeschlossen und versehen und können dementsprechend auch mit digitalen Netzen und den entsprechenden Endgeräten arbeiten. Wir müssen im Bereich Wohnheim nachsteuern. Das hat ja unterschiedliche Ursachen. Der Bildungsausschuss hat sich ja mehrfach damit beschäftigt. Auf der einen Seite sehen wir natürlich, dass wir im Bereich der LB-Schule hier in Salzwedel Bedarf haben, gerade weil wir den Bereich ESE gestärkt haben und dort eben zusätzliche Räumlichkeiten anbieten müssen. Das schränkt das heutige Wohnheim ein. Andersrum, ich darf das einfach mal so sagen, hatte ich am Freitag eine Videokonferenz mit der Bildungsministerin, habe ich bei der Bildungsministerin auch geworben für mehr Fachklassen, für mehr Landesfachklassen an der berufsbildenden Schule, damit wir das Profil an der berufsbildenden Schule auch stärken. Wir wissen aber, wenn wir Landesfachklassen bekommen, dann müssen wir auch den entsprechenden Auszubildenden Internatsplätze anbieten, weil natürlich der Weg nach Salzwedel von Zeitz oder von Merseburg oder Wernigerode relativ weit ist und an einem Tag hin und zurück nicht zu absolvieren ist. Also von daher wollen wir hier in den Bereich Wohnheim investieren. Wir müssen Brandschutz machen, was natürlich Fragen aufwirft. Das ist der Containerbau an der Karl-Marx-Schule. Das ist aber relativ einfach zu erklären. Wir haben nach der Entstehung der Karl-Marx-Schule sozusagen den Unterbau im Bereich der Grundschulen verändert, sodass wir heute einen ganz anderen Einzugsbereich der Karl-Marx-Schule haben, als am Tag der Entscheidung, dass die Karl-Marx-Schule neu gebaut wird. Ich will daran erinnern, die Grundschule in Eschstedt ist weggefallen, sodass dieser ehemalige Einzugsbereich komplett übergeht an die Karl-Marx-Schule. Ich denke, der Bildungsausschuss hat auch das besprochen, steht da ausdrücklich zu, dass man diese Klassenverbände nicht trennt und ein Teil nach Mieste schickt und ein Teil eben in Gadeling belässt. Das hat dann aber zur Konsequenz, dass wir hier investieren müssen. Die Container an der Lessing-Schule in Salzwedel, das ist ein Austausch. Jeder, der in der Lessing-Schule sich auskennt, weiß, dass es da ein Gebäude 2 gibt. Und das besteht eben aus Containern, die mindestens 30 Jahre alt sind und nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Wir haben darüber hinaus weitere Maßnahmen vor, die teilweise begonnen worden sind, beziehungsweise eben in 2022 neu anstehen. Wir gucken natürlich auch in 2022
auf den Tiefbau und auf das bewegliche Anlagevermögen, was ja auch über den investiven Bereich zu finanzieren ist. Hier müssen wir ganz klar feststellen, dass wir bei den Brücken weiterkommen müssen. Wir haben ja durchaus Brücken, die auch Gebiete in unserem Landkreis trennen. Und gerade für den landwirtschaftlichen Verkehr, der ja über die innovative Technik auch deutlich schwerer geworden ist, müssen wir sicherstellen, dass letztendlich die Kreisstraßen auch für diesen Verkehr befahrbar bleibt. Darum also auch hier Brücken. Radwege sind eingestellt. Sie haben ja den entsprechenden Beschluss gefasst. Wir wollen die Straßenbauunterhaltung nicht vergessen, was nicht zum investiven Bereich gehört. Aber diese 1,1 Millionen Euro werden ja regelmäßig genutzt, um Kreisstraßen auch eigenständig oder eben auch durch Dritte zu sanieren, indem man eben Dünnschichten aufträgt oder so eine Straßenrandbefestigung erfolgt. Und beim beweglichen Vermögen, auch da gucken wir auf die Digitalisierung, weil wir letztendlich als Landkreis auch verpflichtet sind, über das Online-Zugangsgesetz uns auch stärker digital aufzustellen. Dafür brauchen wir ein Dokumentenmanagementsystem, sprich also die elektronische Akte, die da kommen muss, die notwendige Software und auch die Ausstattung zieht da natürlich mit und ist zu finanzieren. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass die Kreisstraßenmeisterei auch neue Technik braucht und auch im Bereich FDZ und Katastrophenschutz sind entsprechende Maßnahmen geplant. Wie wollen wir das finanzieren? Wir müssen das über neue Schulden finanzieren. Ich will als erstes darauf hinweisen, dass wir ja in den letzten Jahren, also inklusive des Jahres 2021, stärker getilgt haben, als es normal notwendig und vielleicht auch möglich ist, muss man auch sagen, weil es uns letztendlich auch Liquidität entzogen hat. Es war aber gut so. Wir haben die Entschuldung massiv zurückgefahren. Das vor dem Hintergrund, dass ja das Land Sachsen-Anhalt ein Entschuldungsprogramm Stark 2 aufgelegt hat und das also dazu geführt hat, dass im Bereich der öffentlichen Hand der kommunalen Gebietskörperschaften die Kreditmarktschulden massiv runtergefahren werden konnten, aber eben mit der Verpflichtung höher zu tilgen. Und das bedeutet eben, dass die notwendige Liquidität vielleicht nicht an jeder Stelle ausreichend zur Verfügung steht. Das wird dann 2022 sich anders darstellen. Sie sehen das oben an der ersten Reihe. Wir werden dann an Tilgung nur noch 1,4 Millionen Euro vorhaben. Natürlich wird sich das auch immer daran orientieren, wofür sind Kredite aufzunehmen, weil die entsprechende Laufzeit an Krediten und damit also auch die Tilgung der Kredite sich am entsprechenden Wirtschaftsgut zu orientieren hat. Wir haben letztendlich auf der anderen Seite keine investiven Zuweisungen mehr aus irgendwelchen Fachprogrammen. Darauf habe ich jetzt bereits schon hingewiesen, sodass wir also unsere Investitionen im Hochbau und auch im Tiefbau maßgeblich nur über die Kommunalpauschale des FAGs und über Kredite finanzieren müssen. Und von daher schlage ich Ihnen also diese erhöhte Kreditaufnahme in der Größenordnung von knapp 3,9 Millionen Euro vor. Damit haben wir erstmalig seit vielen, vielen Jahren wieder eine Netto-Neuverschuldung, weil wir mehr Kredite aufnehmen, als wir tilgen. Ich halte das vor dem Hintergrund des Schuldenstandes und des Schuldenabbaus in den vergangenen Jahren für machbar und auch für finanzierbar. Letztendlich gucken wir uns an, wie der Schuldenstand am Ende des Jahres 2021 aussehen wird. Da sind wir bei unter 30 Millionen Euro mit der vorgesehenen Kreditaufnahme für 2022 abzüglich der vorgesehenen Tilgung werden wir immer noch bei unter 32 Millionen Euro landen. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass ich bei meinem Amtsantritt Schulden im Haushalt Ihnen zumuten musste in der Größenordnung von 57 Millionen Euro, dann denke ich, können Sie mir durchaus mit diesem Vorschlag folgen, dass diese Kreditaufnahme durchaus tragfähig ist. Wir können uns das leisten, wir können also die entsprechenden Tilgungsleistungen auch erwirtschaften. Ich mache das aber auch vor dem Hintergrund und darum dieser letzte Satz, dass wir natürlich gucken, was passiert da im Land. Gibt es da noch entsprechende Fachprogramme für kommunale Investitionen? Wir haben gestern in der Zeitung oder am Wochenende in der Zeitung lesen können, dass im Rahmen des Sondervermögens Corona
für die kommunale Seite 45 Millionen aufgestockt worden sind, die natürlich Corona-bedingt nur eingesetzt werden können. Das macht aber Mut dafür, dass also auch für den Haushalt 2022 der Landtag und die Landesregierung die Kraft aufbringen wird, nochmal eine entsprechende Investitionszuweisung für den kommunalen Bereich aufzunehmen bzw. vorzusehen. Das wissen wir momentan nicht, aber ich will trotzdem darauf hinweisen, dass natürlich auch das Landesverwaltungsamt darauf achten wird, dass jeder Euro Fördermittel diese Kreditaufnahme, die ich Ihnen vorgeschlagen habe, reduzieren wird. Das wird immer Maßgabe der entsprechenden Kommunalaufsicht sein. Und abschließend darf ich für 2022 natürlich nochmal nachrichtlich hier Forderungen darstellen, die wir ja immer als Kreistag, aber auch als kommunale Familie erhoben haben. Und wenn ich dann auf das FAG gucke, auf die Zuweisung der Landesregierung bzw. Landes Sachsen-Anhalt, dann können diese Forderungen nur lauten, dass also die Finanzausgleichsmasse ab dem Jahr 2022 fortfolgende eben deutlich anzuheben ist. Zweitens muss auch berücksichtigt werden, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen künftig nicht nach der Steuerschätzung angesetzt werden, sondern nach dem Ist-Aufkommen. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass das Ist-Aufkommen immer deutlich geringer ausgefallen ist als die Steuerschätzung, sodass man also im Prinzip die Gemeinden deutlich schlechter behandelt hat, indem man die Steuerschätzung als Basis genommen hat. Und drittens, und das ist eine Forderung, die wir insbesondere als Landkreise haben, weil der Bund uns häufig für soziale Lasten, für spezielle soziale Lasten im Bereich SGB II, Kosten der Unterkunft oder auch im Bereich Asyl oder auch im Bereich Jugend entlasten wollte, dieses aber nicht auf dem direkten Wege tun kann, weil die Verfassung das so nicht vorsieht und das über die Landeshaushalte passiert und regelmäßig das Land Sachsen-Anhalt diese Entlastung angerechnet hat auf kommunale Finanzzuweisung des FAGs. Das muss künftig unterbleiben. Nur so können ja auch die übertragenen Aufgaben des Bundes dann von jeweiligen Aufgabenträgern sachgerecht auch ausgeführt werden. Und viertens, das will ich auch nachrichtlich nochmal sagen, kämpfen wir ja schon lange um die Einhaltung des Konnexitätsgrundsatzes nach Artikel 87 Absatz 3. Und da finde ich es schon bemerkenswert, wenn eine Koalition in Magdeburg sozusagen ignoriert, dass es ein entsprechendes Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu gibt und man sich nicht in der Lage sieht, die entsprechenden Regelungen der Landesverfassung anzupassen. Aber das ist Landespolitik, von daher will ich mich als Landrat da raushalten. Ich darf hier den Haushalt 2022 zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen als Mitglied des Kreistages für die Arbeit im Jahr 2021 zu bedanken. Ich denke, wir haben konstruktiv die entsprechenden Interessen unserer Menschen bei uns in der westlichen Altmark wahrgenommen und auch entsprechend die Erwartungen umgesetzt. Und ich weiß, dass 2022 einige Herausforderungen auf uns warten werden. Auch diese sind letztendlich anzunehmen. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn dieser Kreistag in dieser Art und Weise gemeinsam mit der Verwaltung weiter zusammenarbeitet, dann wird das auch 2022 gelingen. Sofern ich nicht mehr das Wort bekomme, darf ich Ihnen noch eine restliche schöne Adventszeit wünschen, schönes Weihnachtsfest und für das Jahr 2022 natürlich viel, viel Gesundheit. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Landrat, für die einstimmenden Worte zur Haushaltsdiskussion, die uns ja mehr oder weniger erschlagen haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir da Frau und Mann genug, um hier auch in eine weitere Diskussion einzusteigen. Wer wünscht das Wort? Herr Klebe und Herr Fuchs dann bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kreistagsmitglieder, sehr geehrter Herr Landrat. Der Finanzausschuss hat am 9.11. zum Haushalt, also zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt und zum jetzt behandelten Tagesordnungspunkt getagt, hat dort einstimmig seine Empfehlung hier an das Gremium gegeben, dem zuzustimmen. Der Landrat hat ja sehr ausführlich dargelegt, alle einzelnen Positionen. Insofern würde ich da jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen, außer auf einen Punkt, der gerade auch verbunden ist mit den Forderungen hinsichtlich des Landes. Also der Städte- und Gemeindebund geht ja hier
genau mit dem Landkreistag, dass wir also sagen, nach unseren Berechnungen sind also im System irgendwo 200 Millionen Euro jährlich in der FAG-Masse zu wenig drin. Also da muss deutlich mehr kommen, da sind wir ja in einem Boot als Kommune. Und ja, würde nur dem Kreistag hier auch im Rahmen seiner Beschlussfassung empfehlen, dem Votum des Finanzausschusses und auch der Fachausschüsse zu folgen. Ich denke mal, es ist wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt worden, der sich sehen lassen kann. Insbesondere auch, wenn wir jetzt an die gemeindliche Ebene denken, dass natürlich auch die Kreisumlage hier mit 39% ein deutliches Signal ist, dass wir hier Hand in Hand gehen. Dankeschön. Schönen Dank, Herr Klebe. Herr Fuchs, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen hier einige Positionen der SPD-Fraktion vortragen, wobei ich eben sagen muss, der Landrat hat vieles von der Munition, die ich hier einsetzen wollte, mir vorweggenommen. Es ist einfach so, dass wir als Fraktion die Auffassung vertreten, dass es erstens bemerkenswert ist, dass wir in der heutigen Sitzung einen Haushalt vorgelegt bekommen, der nicht nur schlechthin ausgeglichen ist, sondern der einfach zeitlich auch gut im Rahmen liegt und das vor allem auch in Anbetracht der Belastungen, die auf die Verwaltung in den letzten Monaten zugekommen sind. Also wir sind der Auffassung als Fraktion, dass man der Verwaltung und dem Landrat dafür nur den Respekt aussprechen kann. Es ist uns auch bewusst, dass gerade unter den Corona-Bedingungen Planung schwer ist. Man weiß ja nie, in welcher Schwere trifft was ein, welche Einnahmen kann man erzielen und welche eben nicht. Umso mehr finden wir es aber gut, dass für 2022 der Haushalt ausgeglichen ist. Natürlich nur mit zwei Möglichkeiten. Zum einen, dass man aus der Rücklage nimmt und zum anderen auch, dass man Kredite aufnimmt. Und unsere Fraktion begrüßt beide Schritte als außerordentlich richtig und sie finden unsere Unterstützung. Wir halten es auch für ganz bemerkenswert, wie hier mit den Kommunen, Norman Kleber hat es ja gesagt, umgegangen wird, dass man also im Vorfeld in verschiedenen Schritten die Gesamtsituation im Kreis darlegt und sich austauscht und dann eine Lösung erzielt, die letztendlich die Kommunen alle, die kommunalen Gebietskörperschaften positiv beeinflusst. Ja, natürlich ist die Kreisumlage gleich geblieben von der Sache her. Die Prozente spielen ja für Verantwortungsträger weniger die Rolle. Entscheidend ist die absolute Summe. Aber wie gesagt, wir halten das für absolut in Ordnung und unterstützen diese Vorgehensweise ausdrücklich. Bemerkenswert finden wir auch, dass über 7 Millionen Euro in die Investitionen fließen, die natürlich zu 7,85 Millionen Euro kreditfinanziert sind. Also ich wiederhole das nochmal, wir unterstützen diese Vorgehensweise ausdrücklich. Zwei Hinweise vielleicht auch noch. Zum einen, wir leisten uns als Kreis 4,8 Millionen Euro Ausgaben bei den freiwilligen Aufgaben, bei den Zuweisungen, bei den Zuschüssen. Und unsere Fraktion unterstützt diese Vorgehensweise ausdrücklich, weil es ja eben gerade in unserer ländlich geprägten Region wichtig ist, dass man den Menschen etwas bietet, damit eben ja, die Lebensqualität in unserer Region erhalten wird bzw. zunehmen kann. Natürlich ist da auffällig, dass gerade unter diesen pandemischen Bedingungen die Einnahmesituation zum Beispiel im Museum in Diesdorf im vergangenen Jahr nicht so positiv sein konnte, logischerweise, und demzufolge das Defizit sich dann auch eben erhöht hat.
Das ist, wie gesagt, für mich logisch. Aber unabhängig davon halten wir es für richtig, dass diese Zuweisungen auch weiterhin Bestand haben. Einen kleinen Hinweis möchten wir allerdings auch geben. Thema Personalaufwendung. Der Landrat hat es ja gesagt, die sind gestiegen. Und wenn man den Vergleich zieht zwischen 2015 und 2022, dann sind die Personalaufwendungen von 23,6 Millionen auf nunmehr 32,79 Millionen aufgewachsen. Das bedeutet also von 278 Euro je Einwohner und Jahr sind wir dann bei 392 Einwohnern. Euro pro Einwohner und Jahr. Das bedeutet, wir haben also bei den Personalaufwendungen einen Aufwuchs innerhalb von diesen 7 Jahren um 39%. Es ist ja auch begründet worden, warum und weshalb Personalaufwuchs erforderlich war. Unabhängig davon ist natürlich diese Position eine ziemlich umfängliche, sodass wir uns gestatten, darauf hinzuweisen, auch in der Zukunft diesen Posten immer in besonderer Beachtung zu behalten. In der Quintessenz will ich hier zum Ausdruck bringen, dass die SPD-Fraktion ausdrücklich ihre Zustimmung zum vorliegenden Haushaltsplan erteilt. Natürlich auch in erster Linie dadurch begründet, dass wir wollen, dass frühzeitig mit den Investitionen begonnen werden kann. Und das natürlich vorausgesetzt, die Landesbehörden uns die Zustimmung erteilen. Also nochmals, die SPD-Fraktion unterstützt einhellig die vorliegenden Beschlussvorlagen. Dankeschön. Schönen Dank, Herr Fuchs, für den Beitrag. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Landrat, bitte. Nur folgenden Hinweis geben, wenn man auf Zahlen des Jahres 2015 abstellt, dann muss man aber auch das Gesamtvolumen des Haushaltes nennen. Dort lagen wir bei 100 Millionen Euro. Und insofern ist also der Personalkostenanteil bei 25% geblieben. Dieser Aufwuchs von 100 auf 140 Millionen Euro bedeutet ja einen Aufgabenzuwachs, den die Landkreise zu erfüllen haben. Und der fällt regelmäßig in einer Verwaltung im Prinzip durch Personal an. Also das wäre vielleicht auch noch ein Hinweis, dass man dann alle Details betrachtet und nicht nur aus dem Haushalt eine Rubrik ausbricht, das funktioniert ja so nicht. Also wir hatten damals etwas über 100 Millionen Euro an Haushaltsvolumen und liegen zwischenzeitlich bei knapp 140 Millionen. Gut, schönen Dank nochmal für den Hinweis. Gibt es jetzt nochmal Wortmeldungen zu den beiden Tagesordnungspunkten 7.5 und 7.6? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Bitte, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ja, bitte. Herr Borchardt. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, nachdem der Finanzausschussvorsitzende und die Fraktion der SPD und auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die heute Abend hier in unserem Kreistag zu Gast sind, wohlwollend und optimistisch festgestellt haben, dass der Haushalt, den wir für das Jahr 2022 vor uns zu liegen haben, ausgeglichen ist und seinesgleichen sucht in Bezug auf das, was Herr Fuchs sehr schön gesagt hat, dass wir überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt haben, das ist im Land sehr schwierig, das ist in den Kommunen sehr schwierig, in den Einheitsgemeinden und in den Verbandsgemeinden. In diesem Sinne möchte ich als Mitglied der CDU und FDP-Fraktion und ich denke auch im Namen aller, die jetzt nicht mehr sich gemeldet haben, ich habe extra gewartet, bis alle Diskussionsbeiträge abgearbeitet sind und deshalb hat der Vorsitzende auch nicht gleich mitbekommen, dass ich mich gemeldet hatte, nochmal Danke zu sagen. Lieber Herr Ziechel, lieber Michael, 14 Jahre lang hast du Haushalte vorbereitet, wurde in deinem Haus alles dafür getan, dass wir ausgeglichene Haushalte haben konnten. Das wurde von Jahr zu Jahr schwieriger und das wird dein letzter sein, wenn alles normal läuft, den du machst. Im nächsten Jahr wird dann ein neuer Landrat hier an dieser Stelle einen Haushalt vorstellen. Wir möchten uns nochmal bedanken dafür, was du in diesen 14 Jahren geleistet hast und du hattest ja auch mehrmals das Land angesprochen, da fühle ich mich natürlich angesprochen, weil ich ja Vertreter dieses Landes bin. Und da wurde ja gesagt, dass 2,7 Milliarden, da hatte Conny vorhin, habe ich gesehen, wie du geguckt hast, ob er Millionen oder Milliarden gemeint hat. Nein, es sind Milliarden, die wir morgen
im Landtag beschließen werden als Nachtragshaushalt und davon sind 2 Milliarden Hilfe für Corona. Und die 45 Millionen Euro, von denen vorhin gesprochen worden sind, kommen dabei den Kommunen zugute für Investitionen, die eben aus Corona-Gründen alle teurer geworden sind. Und deshalb sind das Corona-Folgen und werden auch entsprechend eingesetzt. Das Gleiche gilt, um das an dieser Stelle einmal sagen zu dürfen, auch für das Gesundheitswesen, wo wir 975 Millionen Euro in den Nachtrag reingeben und 719 Millionen für Digitalisierungsprojekte, wo wir ja auch auf der Tribüne den Vorsitzenden zu sitzen haben, den Leiter des Breitbandes, Verantwortlichen bei uns für die Altmark hier, wo auch Geld da bei uns zur Verfügung gestellt wird. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen dürfen, dieses Geld wird nicht für Personalkosten ausgegeben, sondern für Investitionen. Und diese 975 Millionen, die wir für das Gesundheitswesen einstellen und morgen beschließen werden, haben nicht die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Form Personal zu bezahlen, was in Regionen nicht bezahlt werden kann, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und deshalb habe ich ein wenig Angst vor dem nächsten Jahr und hoffe, dass der Landrat in diesem Fall nicht recht behält, als er in der vergangenen Sitzung den Antrag gestellt hat, dass wir in Gardelegen eine Abteilung schließen, die absolut nicht in einer Form benötigt werden kann, weil wir einfach nicht, Gott sei Dank, nicht so viele Kranke haben, die aber definitiv behandelt werden können, egal ob sie jung, mittel oder alt sind. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Träger dieser Krankenhäuser irgendwann der Meinung ist, er kann diese Krankenhäuser so in dieser Form nicht mehr halten und Insolvenz anmeldet. Und da haben wir hier auch die Verantwortung. Und ich finde es extrem mutig und extrem außergewöhnlich von unserem Landrat, dass er das in der letzten Sitzung so intensiv hineingebracht hat und erläutert hat. Und ich bin immer noch nicht darüber weg, ich war letztes Mal leider nicht da, dass das dann alles nicht gezählt hat, was er dort an sachlichen Argumenten gebracht hat, dass wir alle wollen, dass wir nichts schließen. Das ist völlig normal und selbstverständlich. Aber wir müssen uns auch der Sache stellen, dass es Dinge geben muss, die uns dazu zwingen, irgendwo darüber nachzudenken, etwas zu verändern. In diesem Sinne war das nur eine kleine Randbemerkung, weil wir kein Geld im Land dafür leider nicht nehmen konnten und nicht nehmen durften, sonst hätten wir es sofort gemacht. In diesem Sinne nochmal danke für alles und allen ein schönes Weihnachtsfest. Schönen Dank, Herr Borchert. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Beschlüssen. Erst Tagesordnungspunkt 7.5, die Vorlage Nummer 342 aus 2021. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Kreistag beschließt, dass er sich die durch den Altmarkkreis Salzwedel im Beteiligungsprozess ermittelten finanziellen Belange der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises zu eigen macht, nach Abwägung der ermittelten finanziellen Belange der Gemeinden und des Landkreises durch den Kreistag stellt dieser durch Beschluss fest, dass die in der Haushaltssatzung festzusetzende Umlagesätze mit 39% vertretbar sind. Wer das unterstützt, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? Das ist auch nicht der Fall. Demzufolge ist dieser Beschluss einstimmig gefasst worden. Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist dann die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 inklusive Anlagen. Wir haben ja beide Tagesordnungspunkte gemeinsam diskutiert. Demzufolge möchte ich jetzt zum Beschluss kommen. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? Das ist auch nicht der Fall. Dann, Landrat, nehmen Sie bitte das einmütige Votum des Kreistages entgegen und von dann der Haushalt ja letztendlich auch vom Landesverwaltungsamt genehmigt ist, bitten wir dann um den Vollzug desselben. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, den Tagesordnungspunkt 7.7. Das ist die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 des Eigenbetriebes Jobcenter Altmarkkreis Salzwedel inklusive der Anlagen. Wünscht jemand dazu das Wort?
Gibt es Anfragen an den Geschäftsführer des Jobcenters? Er ist ja hier, Herr Schulze. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 des Eigenbetriebes Jobcenter Altmarkkreis Salzwedel mit dem Gesamtergebnisplan, dem Gesamtfinanzplan, den jeweiligen Teilplänen, dem Investitionsplan und dem Stellenplan. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gegenstimmen? Ist nicht der Fall. Enthaltungen? Bei einer Stimmenthaltung dann so einstimmig angenommen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7.8 auf. Hierbei geht es um die Zustimmung zu einer weiteren außerplanmäßigen Auszahlung für den Kauf eines Grundstücks mit Gebäude für die Kreisstraßenmeisterei. Das ist die Vorlage Nummer 349. Gibt es dazu Ihrerseits Anfragen, Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall, da können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 47.000 Euro für die Nebenkosten aus dem Erwerb eines Grundstücks in Klötze mit Bebauung. Die Investition wird gedeckt durch nicht benötigte Investitionsmittel im Feuerwehrtechnischen Zentrum. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Beides ist nicht der Fall, sodass dann der Beschluss einstimmig gefasst wurde. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7.9. Hierbei handelt es sich um eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.473.503 Euro zur Finanzierung von investiven Maßnahmen in 2021. Wünscht jemand zum Tagesordnungspunkt Diskussionen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt, der Landrat wird ermächtigt, ein Kommunaldarlehen zum Zweck der Umsetzung von investiven Maßnahmen in Höhe von 1.473.503 Euro zu folgenden Konditionen aufzunehmen. Auszahlungskurs 100%, Tilgung 3%, entspricht 44.205,09 Euro, zuzüglich ersparten Zinsen vom Ursprungskapital. Der Nominalzins darf maximal 2% pro Jahr betragen und die Laufzeitfestlegung wird mit bis zu 10 Jahren festgeschrieben. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall, sodass der Beschluss einstimmig gefasst wurde. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 7.10. Dabei handelt es sich um die Entlastung des Verwaltungsrates der Sparkasse Altmark-West in der Vorlage 335/2021. Gibt es dazu Diskussion Ihrerseits? Das ist nicht der Fall, sodass der Kreistag folgenden Beschluss fassen kann. Der Kreistag beschließt, der Verwaltungsrat der Sparkasse Altmark-West wird für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand? Ist beides nicht der Fall, sodass wir diesen Beschluss einstimmig gefasst haben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7.11. Und zwar handelt es sich hier um die Nachwahl eines Jagdbeiratmitgliedes. Der Vertreter, der da zur Wahl steht, ist leider nicht anwesend, weil er erkrankt ist. Er wollte an sich heute hier anwesend sein, ist aber, wie gesagt, aus dem genannten Grund nicht da. Gibt es zum Beschlussvorschlag Anmerkungen? Ja, bitte, Herr Lahmann. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrter Landrat, sehr geehrte Abgeordnete. Also ich hätte zu diesem Tagesordnungspunkt auch noch keine Fragen gestellt. Es ist natürlich sehr traurig, dass der vorgeschlagene Herr Völsch nicht anwesend ist.
Er war ja im Kreisausschuss auch nicht da, wo ich ja schon angedeutet hatte, vielleicht können wir die Fragen noch mal nachholen. Die Fragen hatte ich schon mal gestellt beim Kreisjägermeister. Es geht in erster Linie darum, wie also dieser Jagdbeirat sich dafür einsetzen möchte, dieses dramatische Artensterben dieser Sache entgegenzuwirken, gerade im Bereich der Fauna, und wie man diesen invasiven Arten, wie zum Beispiel Waschbär, Marderhund und Mink, wie man dieser Verbreitung von diesen invasiven Arten entgegenwirken kann, denn die machen ja auch sehr viel Schaden beim Niederwild und bei anderen Lebewesen. Vielleicht kann man das nochmal wieder auf dem gleichen Wege dann lösen, wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben, was man vielleicht im Ausschuss für Umwelt und Verkehr das nochmal auf die Tagesordnung nehmen. Danke. Gut, schönen Dank für das Statement Ihrerseits. Gibt es weitere Wortmeldungen für die Wahl des Vertreters der Landwirtschaft? Weil es ja nur einen Vorschlag hier gibt, schlage ich Ihnen offene Wahl vor. Gibt es von Seiten der Kreistagsmitglieder dazu ein Veto? Das ist nicht der Fall. Dann können wir offen wählen. Der Kreistag beschließt, in den Jagdbeirat wird als Vertreter der Landwirtschaft folgendes Mitglied gewählt: Herr Philipp Völsch, Ahrensee, Ortsteil Schrampe. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die Mehrheit. Ist jemand dagegen? Eine Gegenstimme. Enthält sich jemand? Bei einer Enthaltung ist es dann so mehrheitlich beschlossen. Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 7.12 auf, und zwar ist das die Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die Wahl des Landrates des Altmarkkreises Salzwedel sowie des Wahltages und der Wahlzeit für eine eventuelle notwendig werdende Stichwahl. Dazu haben wir die Vorlage Nummer 343. Gibt es dazu Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt, als Wahltag für die Wahl des Landrates des Altmarkkreises Salzwedel 2022 wird Sonntag, der 6. März, bestimmt. Eine eventuell notwendig werdende Stichwahl findet statt am zweiten Sonntag nach der Wahl, am 20. März 2022. Die Wahlzeit wird für den Wahltag und den Tag der Stichwahl jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr bestimmt. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig angenommen. Ich rufe dann den nächsten Tagesordnungspunkt auf, den Tagesordnungspunkt 7.13, Wahl des Landrates im Altmarkkreis Salzwedel, Festlegung des Endes der Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur Landratswahl. Die Vorlage 344 ist das. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Hund, bitte. Nein, kein Gender. Kein Sternchen, kein nix. Bloß die Frage, ob sich nur Männer bewerben dürfen. So wie es formuliert ist, dürften sich eigentlich nur Männer bewerben. Ohne Gender-Sternchen. Können wir trotzdem jetzt mit dem Tagesordnungspunkt 7.13 fortsetzen? Nein. Ist doch in Ordnung. Ja. Also es geht ja jetzt hier beim 7.13 geht es ja auch nicht um den Landrat oder die Landrätin, sondern es geht eigentlich hier nur noch um die Festlegung des Endes der Einreichungsfrist. Insofern sage ich mal, ist das... ich denke mal, ja, ich werde dann den Beschlussvorschlag dann so vortragen, dass es Landrat oder Landrätin. Ich bedanke mich für den Hinweis, Herr Hund. Gibt es weitere Wortmeldungen?
Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann greift man den Vorschlag von Herrn Hundner auf, dass der Kreistag beschließen möge, als Termin für das Ende der Einreichungsfrist von Bewerbungen um das Amt des Landrates, der Landrätin des Altmarkkreises Salzwedel wird der 7.2.2022 festgelegt. Wer dem so folgen kann, bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr, das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Ist jemand dagegen? Dann ist das einstimmig so beschlossen. Wir wollen dann fortsetzen mit dem Tagesordnungspunkt 7.14. Hierbei geht es um die Fusion der Sekundarschulen Beetzendorf und Dehre. Dazu liegt Ihnen die Vorlage 353 vor. Gibt es dazu Ihrerseits Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Doch, da hinten. Entschuldigen Sie, Sie mögen da bitte jetzt das ans Mikrofon gehen. Ja, ich bin der Herr Kuke. Ja. Ich hoffe, dass Sie darauf verstehen. Ich habe Probleme jetzt mit der Sprache. Natürlich werden wir von der Freien Liste auch dieser Beschlussvorlage zustimmen. Aber ich denke ganz einfach mal daran, es ist ein trauriger Akt, dass wir so eine Beschlussvorlage gehen müssen, um eigentlich im ländlichen Raum die Schulversorgung sicherzustellen. Wir müssen dabei aber im Blick haben, dass wir auch diesen Akt wieder rückgängig machen können. Das heißt, wenn wir mehr Lehrer haben und mehr Schüler haben, dass wir dann sagen, jawohl, wir lassen es nicht dabei bestehen, sondern wir gehen auch wieder rückwärts und trennen wieder beide Schulbereiche, denn wir brauchen die Schulen im ländlichen Raum, sonst dünnen wir noch mehr aus. Und denken Sie bitte daran, welche Schulwege dann die Kinder gehen müssen, um irgendwann mal eine ordentliche Bildung zu bekommen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kuke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Landrat. Ich möchte da nur mal darauf hinweisen, also für die Schüler ändert sich ja nichts mit dieser Beschlussvorlage. Im Übrigen werden Sie durch mehr Schüler letztendlich auch keine Veränderung herbeiführen, weil beide Schulstandorte sind geprägt durch die räumlichen Gegebenheiten. Also da weder die eine noch die andere Schule von den Ressourcen dauerhaft der Schulentwicklungsplanungsverordnung genügt, kann man letztendlich die eigenständigen Schulstandorte nicht weiterführen. Das ist ja ein Thema, das wir seit über 10 Jahren haben. Und von daher gibt es jetzt eben diese Möglichkeit, über diese Fusion dann letztendlich diesem Tatbestand der Ausnahmegenehmigung zu entgehen. Und das war ja eigentlich eine Situation, die unmöglich war, sowohl für die Kinder, Eltern als auch für die Lehrer. Weil dadurch ist ja, ich sag mal, eine Zeit der Unwissenheit entstanden und der Unsicherheit entstanden. Und das ziehen wir jetzt mit dieser Möglichkeit eben glatt. Aber Sie haben natürlich recht, dass wir aufpassen müssen, dass im ländlichen Raum die entsprechende Schullandschaft nicht noch mehr ausgedünnt wird. Von daher reden wir ja gleich über die mittelfristige Schulentwicklungsplanung. Und da haben wir ja im Prinzip über alle Schulformen hinweg immer mindestens ein, meistens sogar mehrere Beispiele an Schulstandorten, die tatsächlich mittelfristig in Frage gestellt werden könnten, wenn denn die Träger keine entsprechenden Maßnahmen rechtzeitig einleiten. Und wir kämpfen natürlich mit dem Land, dass man die Schulentwicklungsplanungsverordnung so ausrichtet, dass man letztendlich auch den Gegebenheiten des ländlichen Raums berücksichtigt, beziehungsweise auch den Bedürfnissen berücksichtigt, wie sie denn hier vorhanden sind. Denn wir haben ja in einer Vorlage beziehungsweise auf einer Seite ausgewiesen, welche Fahrzeiten wir ja mittlerweile in Kauf geben sozusagen gegenüber den Schülern. Und das sind ja Fahrzeiten, die sind ja teilweise schon schwer erträglich. Also von daher haben Sie da nicht ganz Unrecht. Aber an diesem Beispiel würden wir eigentlich mit diesem Beschluss mehr Sicherheit vermitteln. Gibt es weitere Wortbeiträge dazu? Das ist nicht der Fall, sodass wir zum Beschluss kommen können. Der Kreistag beschließt die Fusion der Sekundarschule Beetzendorf und der Sekundarschule Dehre zu einer Sekundarschule Beetzendorf-Dehre unter Beibehaltung beider Beschulungsorte. Der Sitz der Schulleitung wird am Standort Beetzendorf festgelegt. Wer das unterstützt, bitte ums Kartenzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall, sodass der Beschluss dann
mit einstimmig gefasst wurde. Und ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt, den Tagesordnungspunkt 7.15 auf. Hierbei handelt es sich um die eben schon angesprochene Schulentwicklungsplanung des Altmarkkreises Salzwedel für den Planungszeitraum der Schuljahre 2022/23 bis 2026/27. Gibt es dazu Ihrerseits Wortmeldungen? Frau Scholz, bitte. Werter Herr Landrat, werte Kollegen, ich glaube, auch hier ist es gelungen, das möchte ich einfach noch mal deutlich sagen, dass besonders die Verwaltung sehr intensiv zusammen mit dem Bildungsausschuss gearbeitet hat. Und wir können heute sagen, dass wir auch in der Schulentwicklungsplanung keine Schule schließen müssen, dass alle Schulen Bestand haben. Und ich glaube, das ist einfach ein Applaus und auch ein Dankeschön an die Verwaltung. Und der Landrat hat das eben schon deutlich gesagt, dass wir natürlich auch aufpassen müssen und alle Träger, dass wir auch in Zukunft unsere Schulen erhalten. Und dafür müssen wir alles tun, auch wenn wir vielleicht noch mehr Leute wieder, das ist ja auch unser Ziel, durch Tourismus die jungen Leute auch wieder in unseren Kreis zurückholen, nicht bloß durch Tourismus, sondern auch durch viele andere Sachen. Also ich glaube, hier spielen sehr viele Komponente mit, aber es ist doch, ich mache das jetzt schon so lange auch zusammen mit der Verwaltung und ich freue mich und bin auch stolz, dass wir das heute auch so vorlegen können und ich bitte einfach diesen Beschluss auch mit abzubestimmen. So. Vielen Dank, Frau Scholz. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Borchert, bitte. Ja, Frau Scholz, ich kann das nur unterstützen, welche Arbeit Sie leisten im Altmarkkreis Salzwedel für unsere Schulentwicklungsplanung. Und ich kann Ihnen da gleich oder kann dem Kreistag aktuelle Informationen aus dem Landtag geben, weil der Landtag entscheidet ja über die Größen der einzelnen Schulen. Und da sind wir in den ländlichen Bereichen natürlich diejenigen, die am meisten aufpassen müssen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich da jetzt auch mit drin stecke in diesen Entscheidungen in Magdeburg. Und ich kann Ihnen heute Abend mitteilen, dass wir in der letzten Woche mit der Koalition festgelegt haben, so wie das im Koalitionsvertrag auch vereinbart war, dass die Mindestschülerzahlen für Gymnasium, die ja mal bei 75 lagen für die gymnasiale Oberstufe, bei 50 festgezurrt wurden. Das heißt, 75 gibt es nicht mehr. Es kann also auch keine Sondergenehmigung oder Ausnahmeregelung, wie der Landrat angesprochen hat, was ja nur zu Unsicherheiten führt, kommen. Und wir haben noch einen draufgesetzt. Es ist in 5 Jahren, solange soll ja eine Schulentwicklungsplanung laufen, zweimal möglich, 10% dieser Schülerzahlen von 50 zu unterschreiten, im Regelfall. Das wird im Januar als Gesetz, als Erlass herauskommen. Ich bringe das ganz aktuell hier rein, weil ich da in der vordersten Reihe mit für Verantwortung trage jetzt im Land. Und Gleiches werden wir beobachten und vorhaben für unsere anderen Schulformen, gerade in den ländlichen Bereichen. Und eine Schulentwicklungsplan, die kann 5 Jahre verabschiedet werden, die muss aber nicht 5 Jahre verabschiedet werden. Und ich werde ganz genau mit Ihnen zusammen darauf achten, was hier in den nächsten Jahren passiert. Und ich verspreche Ihnen an dieser Stelle, Sie immer aktuell zu informieren und auch zu kämpfen, dass Sie hier in Salzwedel, dass wir hier in Salzwedel, Frau Scholz, mit unserem Bildungsausschuss Entscheidungen treffen können, die oben dann auch unterstützt und abgesegnet werden im Interesse unserer Altmark. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt, die mittelfristige Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 mit Prognose für die Schuljahre 2027/28 bis 2031/32. Wer das unterstützt, bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr, ist die Mehrheit. Enthält sich jemand? Mache ich. Ist jemand dagegen? Das ist niemand, dann ist das so einstimmig beschlossen. Wir haben dann, glaube ich, weitere Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil nicht mehr, weil wir ja die Tagesordnung entsprechend geändert haben. Ich bedanke mich bei der Öffentlichkeit, bei Ihnen für Ihr Ausharren, für die Teilnahme an diesem Kreistag. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, für nächstes Jahr alles Gute. Bleiben Sie gesund und kommen Sie auch zu den nächsten Kreistagen wieder zu uns.